I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me. No one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Ja, ganz herzlichen Dank unserem Hochschulchor für diesen fulminanten Start und, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen am Hochschultag der Pädagogischen Hochschule Zürich 2024. Galligrü und Happy Day. Deutschkompetenz im digitalen Zeitalter ist das Thema des heutigen Abends. Galligrü, also ganz liebe Grüße für diejenigen, die das noch nicht entschlüsselt haben. Die deutsche Sprache ist im steten Wandel und Kinder und Jugendliche, so auch unsere Studentinnen und Studenten, bewegen sich in verschiedenen Milieus, verschiedenen Medien, Situationen, in denen jeweils auch andere Sprachkulturen gepflegt werden. Heute Abend wollen wir dieser Frage nachgehen, wie sich der digitale und kulturelle Wandel auf Deutschkompetenzen, auf Unterricht, insbesondere auch auf Deutschunterricht auswirken. Dabei soll auch deutlich werden, wie wir als pädagogische Hochschule mit dieser Herausforderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung umgehen, aber auch, wie wir die Schulen in diesen Fragen begleiten und unterstützen.
Ich bin ganz erfreut, dass heute Abend wieder so viele Personen da sind, die sich fürs Thema, aber natürlich auch für die Pädagogische Hochschule interessieren. Ich freue mich ganz besonders, dass sich auch in diesem Jahr unsere Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und die Präsidentin des Fachhochschulrats, Frau Regierungsrätin Silvia Steiner, an unserem Hochschultag begrüßen darf. Herzlich willkommen, Silvia. Ich heiße ganz herzlich willkommen alle Vertreterinnen und Vertreter des Kantonsrats, der Bildungsdirektion und ihren Ämtern, des Fachhochschulrats, der Volks-, Mittel- und Hochschulen, der Berufsverbände, der Verlage, Stiftungen, die Vertreterinnen und Vertreter unseres Alumni-Vereins. Willkommen auch ganz herzlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule, die aktuellen und die ehemaligen, die bereits pensioniert sind. Das ist ein Thema, das ja mir auch demnächst ansteht. Deshalb, last but not least, ist es mir eine ganz große und besondere Freude, meine Nachfolgerin Andrea Schweizer zu begrüßen. Sie wird das Amt als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Zürich am 1. Januar 2025 übernehmen. Seien Sie also alle nochmals ganz herzlich gegrüßt und es ist mir eine Freude, ein weiteres Mal, bereits zum dritten Mal, unsere Moderatorin Regula Elsener dabei zu haben. Sie wird uns diesen Abend unterstützen. Ganz herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank an Heinz Rien und natürlich herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Thema, denn ich liebe wirklich die deutsche Sprache. Als Moderatorin, als Journalistin ist das ja quasi das Herz, die Basis von all dem, was ich tue. Und hinzu kommt, ich habe zwei Teenager-Töchter. Früher sagte man noch Backfisch, so von wegen Wortschatz, wird heute auch noch ein Thema sein. Und deshalb interessiert es mich natürlich auch persönlich, wie die Entwicklung der Sprache weitergehen wird in einer Welt der digitalen Medien und der künstlichen Intelligenz. Heinz Rien hat es bereits erwähnt, wir haben ein sehr vielseitiges Programm. Wir freuen uns bald in Kürze auf Frau Regierungsrätin Silvia Steiner. Und in den weiteren Teilen, also im Referat und im Fachgespräch, werden wir uns dann ganz der Sprachkompetenz am Beispiel der Deutschkompetenz widmen. Und eines kann ich auch schon verraten, zum Abschluss hören wir nämlich die Sprache noch in einer ganz, ganz anderen Art und Weise. Auch darauf dürfen Sie sich bereits freuen. Im zweiten Teil dann wie immer die Verleihung der Studienpreise und des Bildungspreises. Aber jetzt hören wir zuerst noch einmal die sympathischen Damen und Herren hier hinter uns, der Hochschulchor unter der Leitung von Elsbeth Thürig und das mit folgenden Songs, nämlich Legende und Helde, kennen Sie vielleicht von Blick, Higher Power von Coldplay, da können Sie ganz sicher mitsingen und zum Start von Sarah Bareilles, Brave. Into a weapon overdrive. You can be the outcast or be the backlash. Somebody's left a flaw. Oh, you can start speaking up. Nothing gonna hurt you the way the words do when they settle into your skin. Cut me on the inside, no sunlight. Sometimes a shadow wins. But I wonder what would happen if you say what you wanna say. I just wanna see you. I just wanna.
Im Chor sind wir in diesem Semester mutig. Alles zum Thema Mut, Heldinnen und Helden, Kraft und Stärke. Das ist unser diesjähriges Motto. Wir singen Ihnen heute einen Auszug aus diesem Programm. Wir sind der Hochschulchor in einer kleineren Besetzung, weil doch einige Studierende im P2 sind und es gibt noch ein paar Krankheitsfälle und so. Also wir sind doch noch einige mehr auf der Bühne, aber ich finde, es klingt heute Abend doch schon recht voll. Und wenn Sie den vollen Chor und das volle Programm hören möchten, wir konzertieren am 18.9. im Dezember, ziemlich Ende, es ist der Mittwoch und der Donnerstag und ich glaube, es ist der 18. und der 19. Ja, 18. und 19. Dezember. Am 18. haben wir zwei öffentliche Konzerte und am 19. im Rahmen des Jahresendaperos. Ja, und jetzt wollen wir es wissen. Ich als Entlebucherin bin so in der Jodeldomäne aufgewachsen. Da habe ich mein erstes Geld verdient und wir versuchen es heute auch zu jodeln und zu rappen. Wir sind also ganz mutig. Viel Vergnügen. Nachher verabschieden wir uns mit Higher Power und wir gehen dann so quasi singend aus dem Saal. Und wenn Sie uns da singend vorbeihören, also vorbeigehen hören, singen Sie doch gleich mit, probieren Sie es aus. Ich habe jetzt das Gefühl, da sind doch einige Chorpotenziale vorhanden, wenn ich Sie so anschaue. Gut, es hat uns sehr gefreut, dass wir heute Sie ein bisschen unterhalten dürfen. Viel Spaß jetzt aber mit Legende und Helden. Durch Sturm und Gewitter, für euch sind Gott.
Meine Damen und Herren, vielen Dank übrigens an die Heinz und Männchen und Frauchen, sage ich jetzt mal, die hier die Bühne umgebaut haben. Ich lasse hier Walter noch das Mikrofon richten, denn genau das brauchen wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Zuerst aber noch ganz kurz noch einmal zum Hochschulchor unter der Leitung von Elsbeth Thürig und natürlich auch ein ganz, ganz großer Dank geht an die Musiker, die sind jetzt schon weg, nur Simon Schwanninger ist noch hier, ihn werden wir im Verlauf des Abends dann noch einmal musikalisch erleben. Es ist ja eine wirklich sehr schöne Tradition, dass eben der Hochschulchor immer hier am Hochschultag dabei ist und ebenso eine schöne Tradition ist Ihr Besuch. Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr am Hochschultag zu uns sprechen wird. Bitte begrüßen Sie die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, Frau Regierungsrätin Silvia Steiner. Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Angehörige der Pädagogischen Hochschule, verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen den Hochschultag der Pädagogischen Hochschule Zürich feiern zu dürfen und ich freue mich auch, dass ich als Tradition gelte. Das tue ich natürlich sehr gerne. Diejenigen, die regelmäßig an diesem Anlass teilnehmen, müssen auch jedes Jahr meinen Spruch über sich ergehen lassen, dass ich so lange im Amt bleibe, wie ich noch mich aus diesen Stühlen in diesem Vorlesungssaal erheben kann. Es ist heute der letzte Hochschultag von Rektor Heinz Rien. Und wenn jetzt der Maßstab tatsächlich die Fähigkeit, sich aus diesen Stühlen zu erheben oder sich dahin zu setzen, ein Maßstab wäre, um in Pension zu gehen, dann wäre der bei dir nicht erfüllt. Du bist so elegant auf und wieder abgesessen, dass du wahrscheinlich noch jahrelang dieses Amt innehaben könntest, aber dich auch entschieden hast, andere Inhalte in deinem Leben zu priorisieren. Wir werden deine Tätigkeit sicher dann noch an einem rauschenden Fest würdigen dürfen und genießen heute jetzt einmal diesen letzten deinen Hochschultag. Das diesjährige Thema ist hochaktuell, die Entwicklung der Deutschkompetenzen von Kindern und Jugendlichen im digitalen und multikulturellen Zeitalter. Es wird nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Es gibt darum kaum einen besseren Ort als die Pädagogische Hochschule, um darüber zu sprechen. Wer, wenn nicht die Ausbildungsstätte von Lehrpersonen, sollte sich Gedanken machen zu diesem Thema? Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein soll gesagt haben, ich zitiere, «Sprache ist der Schlüssel zur Welt». Das galt natürlich vor 100 Jahren, als man noch keine praktischen Übersetzungs-Apps kannte. Es trifft aber auch heute noch den Nagel auf den Kopf. Sprache, in unserem Fall oft die deutsche Sprache, ist Nahrung für das Gehirn. Sie ist Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Nicht nur für den Erwerb von fachlichen Kompetenzen, sondern auch für das Erlernen von sozialen Kompetenzen. Im Lehrplan 21 ist das wie folgt formuliert. Mal sehen, ob ich überhaupt in der Lage bin, das zu lesen. Das wäre dann eine gute Botschaft an die Kritiker des Lehrplan 21, die finden, er sei nicht so basisorientiert. Ich zitiere, über die Sprache erfüllt der Mensch sein Bedürfnis nach Wissen, Austausch und Kommunikation. Mit der Sprache erschließen sich den Schülerinnen und Schülern die Welt. Über die Sprache zeigen sich Schülerinnen und Schüler als kritik-, argumentations- und reflexionsfähig, integrieren sich verantwortungsbewusst in die Gesellschaft und gestalten diese aktiv mit. Zitat Ende. Sprache ist aber weit mehr als Nahrung für das Gehirn. Sprache ist auch ein Abbild unserer Gesellschaft und verändert sich mit ihr. Besonders anschaulich lässt sich das in Bezug auf die Digitalisierung und die Globalisierung der Gesellschaft zeigen. Das Aufkommen des Internets vor 30 Jahren hat unsere Sprache stark verändert. Heute nutzen wir neben Worten auch Bilder und Videos.
Wir kommunizieren sowieso viel mehr und viel schneller, häufig auf verschiedenen Kanälen und in mehr als nur einer Sprache. Und wir verwenden eine viel informellere Sprache, schreiben einander in Mundart oder wie uns eben der Schnabel gewachsen ist oder eben mit so lustigen Abkürzungen wie Gali Grü. Warum, also meine Damen und Herren, legen wir in einer digitalen und multikulturellen Welt noch Wert auf das Erlernen von Deutschkompetenzen? Ich möchte dazu ein paar Gründe nennen. Deutschkompetenzen helfen nicht nur beim Verfassen von Prompts auf ChatGPT. Sie fördern vor allem die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Integration. Viele Berufe basieren darauf, dass man die sprachliche Feinmechanik beherrscht und das Gewicht jedes Wörtchens auf der Goldwaage kennt. Kinder und Jugendliche müssen Deutsch lesen, schreiben und verstehen können, um irgendwann im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist die unverzichtbare Basis. Und diese Kenntnisse der Sprachfeinheiten helfen in der digitalen Welt, Fakten besser von Fake News unterscheiden zu können. In einer Welt, die sich zunehmend polarisiert, ist es außerdem wichtig zu wissen, wie die eigenen Worte beim Gegenüber ankommen. Ich wünsche mir oft, dass dieses Bewusstsein mehr Verbreitung finden würde, wenn ich Social Media Posts oder Kommentare auf Newsplattformen lese. Mit Blick auf die multikulturelle Gesellschaft helfen solide Deutschkenntnisse auch beim Erlernen von Fremdsprachen. Denn das fällt leichter, wenn man sich ein generelles Verständnis von Grammatik und Sprachaufbau angeeignet hat. Wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen ermöglichen, solide Deutschkompetenzen zu erwerben, tragen wir dazu bei, dass sie zu verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft werden. Meine Damen und Herren, wie erreichen wir, dass Kinder und Jugendliche sich in ihrer Schullaufbahn solide Deutschkenntnisse aneignen? Hier sind die verschiedenen Partner im Bildungswesen in der Pflicht. Allem voran die Politik in Gemeinden und Kantonen. Sie müssen die nötigen Grundlagen schaffen, damit die Bildungsinstitutionen ihre Aufgabe erfüllen können. Ich meine damit zum Beispiel die Förderung der Kinder in den ersten Lebensjahren, wo die Basis für die spätere Sprachkompetenz gelegt wird. Den Gemeinden kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie vernetzen Familien, Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilien miteinander. Das sind wichtige Strukturen, die Kinder bei ihrer Sprachbildung unterstützen können. Die wichtigsten Beteiligten sind aber die Schulen und Lehrpersonen. Sie engagieren sich dafür, dass Kinder und Jugendliche Freude an der Sprache und am Lesen haben. Die Schule ist der einzige Ort in der Gesellschaft, in der alle zusammenkommen. Hier lernen Kinder, dass es verschiedene Meinungen und Ansichten gibt, und sie lernen, sich mit diesen auseinanderzusetzen und sich selber auszudrücken. Die Aufgabe der Schulen und Lehrpersonen ist gerade unter den aktuellen Umständen keine einfache, aber eine sehr wichtige und sinnvolle. Last but not least braucht es die pädagogischen Hochschulen und damit Sie alle. Sie sorgen mit ihrer Ausbildung dafür, dass angehende Lehrpersonen fit sind für den vielfältigen und anspruchsvollen Alltag im Schulzimmer. Im aktuellen Schuljahr haben über 1350 Studierende ihre Ausbildung zur Volksschullehrperson begonnen. Also rund 10% mehr als im Vorjahr. Das freut mich sehr. All diese Studierenden hätten diesen Beruf nicht gewählt, wären sie nicht von dessen Sinnhaftigkeit überzeugt. Die Pädagogische Hochschule schafft mit ihrer Vernetzung in Lehre, Forschung und Weiterbildung einen wichtigen Raum. Einen Raum, in dem sich alle Partnerinnen und Partner im Bildungswesen treffen und austauschen können. So wie wir es hier heute am Hochschultag der PH Zürich tun. Meine Damen und Herren, wir brauchen für ein zeitgemäßes Bildungssystem innovative und neugierige Geister, die über den Tellerrand hinausschauen. Apropos Tellerrand, ich darf Ihnen versichern, dass Sie jetzt ein klein wenig näher am Apro angelangt sind. Zuerst kommen Sie aber noch in den Genuss von Geistesnahrung. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Hochschultag mit vielen interessanten Begegnungen und Erkenntnissen
Und ich wünsche Ihnen und uns allen den Mut und den Willen, immer wieder neue Wege auszuprobieren. Besten Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an Frau Regierungsrätin Silvia Steiner für diese Worte. Sie hat gesagt, das fand ich spannend, die Sprache ist ein Abbild unserer Gesellschaft und verändert sich mit ihr. Ich frage mich manchmal, ob auch einfach die Wahrnehmung sich ein bisschen verschoben hat. Kürzlich hat meine jüngere Tochter, sie ist in der 6. Klasse, mir einen Text gezeigt und der war wirklich sehr amüsant, hatte auch nur wenige Fehler, aber auch ebenso wenige Satzzeichen. Gut, ich habe sie dann darauf angesprochen und sie meinte dann, ja Mami, weißt du, das ist immer so mühsam. Also deshalb habe sie sich entschieden, die Satzzeichen wegzulassen und sie hat dann zu Recht festgestellt, du hast es ja trotzdem verstanden. Und ich denke, das könnte auch so ein Indiz dafür sein, dass die Kriterien rund um die Sprache sich vielleicht auch ein wenig verändert haben. Warum dieses Thema, just dieses Thema, im Fokus des heutigen Hochschultages steht und was die Pädagogische Hochschule im laufenden Jahr sonst beschäftigt hat, das erfahren wir jetzt von Rektor Heinz Rien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen Punkt aufnehmen, der Regierungsrätin Silvia Steiner aufgenommen haben, gewissermaßen eine Erfolgsmeldung. In diesem Jahr haben tatsächlich 1357 Studierende bei uns an der Pädagogischen Hochschule ihr Studium aufgenommen. Dieser Zuwachs von 10% ist eine Erfolgsmeldung. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass der Kanton selber eine sehr kreative Kampagne gestartet hat zugunsten des Berufs. Die einen oder anderen von Ihnen werden das gesehen haben, den Beruf attraktiv zu machen. Das war wichtig. Das hat der Kanton Zürich zusammen mit anderen Kantonen durchgeführt. Wir von der Pädagogischen Hochschule, wir haben unsere Studiengänge beworben. Wir haben die Studiengänge beworben, wenn wir uns an junge Menschen wenden, in den sozialen Medien. Und das hat hervorragend funktioniert. Zudem haben wir unsere Studiengänge expliziter als Teilzeitstudiengänge ausgewiesen, haben auch die berufspraktische Ausbildung neu konzipiert. Insgesamt sind wir näher am Schulfeld und an der Schulpraxis. Es ist erfreulich zu sehen, dass die Studierendenzahlen wieder steigen und wir laufend auch unsere Qualität der Angebote unserer Arbeit weiterentwickeln können. Seit der Gründung der Pädagogischen Hochschule hat sich die Hochschule gut entwickelt. Das gilt im Übrigen nicht nur für Zürich, sondern für den Hochschultypus insgesamt. Seit gut 20 Jahren gibt es die Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz. Wir haben an der Pädagogischen Hochschule hier in diesem Sommer, im Übrigen im Auftrag der Kammer der Pädagogischen Hochschulen von Swiss Universities, also der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Lehrerbildungsinstitute, eine Tagung durchgeführt mit dem Titel «Zwei Jahrzehnte hochschulische Lehrerinnen- und Lehrerbildung – Bilanz und Perspektiven». Ich will das zum Anlass nehmen, kurz daran zu erinnern. Wichtige Grundlagen für die Gründung der Pädagogischen Hochschulen wurden bereits 1975 im Bericht «Lehrerbildung von morgen» – viele im Saal werden das noch kennen, den berühmten LEMO-Bericht – aber auch im anschließenden Bericht der EDK «Thesen zur Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen» 1993 und später die Empfehlungen zur Lehrerbildung und zur Gründung der Pädagogischen Hochschulen bereits 1995. Mit der Einführung der Personenfreizügigkeit in Europa in den 90er Jahren
musste damals auch für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ein Weg gefunden werden, die Lehrdiplome nicht ausschließlich kantonal anerkennen zu lassen. Es ging im Eigentlichen darum, eine drohende Inländerbenachteiligung abzuwenden. An diese oft unterschätzten Vorbereitungsphase schloss dann die Gründungsphase an. Wir haben heute teilweise kaum mehr eine Vorstellung, wie bedeutsam, aber auch wie aufwendig und zum Teil mühsam diese Gründungs- und Aufbauphase war, nämlich politisch, rechtlich, organisatorisch, administrativ, personell, konzeptionell. Und ich bin sehr froh, dass heute Abend meine beiden Vorgänger, also auch der Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Zürich, Walter Furrer, mein Vorgänger, Walter Bircher, anwesend sind. Was sie geleistet haben für die Hochschule, ist wirklich zu würdigen. Und indem meine Nachfolgerin auch heute Abend da ist, schließt sich diese Reihe. Spätestens mit der Aufnahme der Pädagogischen Hochschulen ins Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz 2015 und damit auch der Integration bei Swiss Universities begann die Konsolidierungsphase der PHs. Auf lange Sicht ist die Gründung der PHs eine Erfolgsgeschichte. Die Lehrdiplome sind interkantonal anerkannt, die PHs sind in der Hochschullandschaft Schweiz akzeptiert, lokal verankert und international vernetzt. Der Bezug zur Schule ist gegeben. Pädagogische Hochschulen bilden für einen Beruf aus. Wir bilden Lehrerinnen und Lehrer aus. Dieser Beruf steht im Zentrum der Gesellschaft. Das habe ich unlängst in diesem Jahr an zwei Gelegenheiten zum Anlass genommen, in der Diplomfeier einige Punkte dazu zu benennen. Ich will kurz drei Punkte diesbezüglich aufnehmen. Erstens, Lehrerinnen und Lehrer können jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Zitat, wo ein guter Lehrer, heute würden wir sagen, wo eine gute Lehrerin am Werk ist, wird die Welt ein bisschen besser. Diese Aussage hat Hans Ebli, einer der profilierten Persönlichkeiten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung des letzten Jahrhunderts, in einem Interview zu seinem 60. Geburtstag 1983 formuliert. Lehrpersonen haben die Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen. In Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen, der Kriege und Spannungen sowie der großen militärischen Aufrüstungen mag das ein schwacher Trost zu sein. Aber aus einem bisschen kann auch plötzlich ein großer Bitz werden und schließlich etwas Großes entstehen. Zudem wissen gerade wir als Pädagoginnen und Pädagogen, dass oft nur kleine, aber kontinuierliche Schritte, die hartnäckig weitergegangen werden, zum Erfolg führen. Zweitens, Lehrpersonen prägen das Bild des Lehrberufs langfristig. Ich habe dann an der Diplomfeier eine Rechnung aufgemacht, die ich hier kurz vortragen will. Eine Lehrperson, die es in diesem Jahr ihr Studium abgeschlossen hat, also dann in den Unterricht einsteigt und sagen wir 25-jährig ist, wird etwa 35 Jahre lang unterrichten. Wir sind also etwa 2060 in der letzten Schulklasse. Die Person wird etwa 2060 die letzte Schulklasse abgeben. Angenommen, die Schülerinnen und Schüler ihrer letzten Klasse sind dann zumal 10-jährig. Dann werden diese im Jahr 2068 volljährig und etwa im Jahr 2115 pensioniert. Pensionsalter dürfen wir jetzt hier weglassen. Aber mit der Pension ist es ja noch nicht zu Ende. Einige werden sich noch im 85. Lebensjahr an ihre Lehrerin oder auch an ihren Lehrer erinnern. Somit kann sich im Jahr 2135 noch jemand an Sie als Lehrerin oder Lehrer erinnern. Etwas unheimlich, in den vordersten Reihen waren Reaktionen zu merken, aber auch eindrücklich. Lehrpersonen prägen jeden Tag das Bild von Lehrerinnen und Lehrern. Sie definieren das Image des Berufs auf lange,
auf ganz lange Sicht, auf längere Sicht, als wir alle glauben. Sie tragen auch hier eine große Verantwortung. Lehrpersonen tragen Entscheidendes, und das ist der dritte Punkt, zu unserer offenen, demokratischen Gesellschaft und zum sozialen Leben bei. Vor 150 Jahren, genauer am 29. Mai 1874, wurde der Primarunterricht für Knaben und Mädchen in der Bundesverfassung für obligatorisch erklärt. Das wurde an verschiedenen Stellen in diesem Jahr auch gefeiert. 150 Jahre Jubiläum des Obligatoriums im Primarunterricht. Eine Mehrheit der Stimmbürger hatte damals zusammen mit den Ständen die Totalrevision der Verfassung angenommen. Den Primarunterricht für obligatorisch zu erklären, wurde mit den Rechten der Bürger begründet, an der Lenkung des Staates mitzuwirken. Oder in den Worten des damaligen Bundesrates, ich zitiere, ein Bürger, der nicht lesen und schreiben kann, zur Abstimmung aufzurufen, ist ja purer Unsinn. Durch ihr Wirken in einer rund 190-jährigen Geschichte, weil die Primarschulen waren ja in den Kantonen bereits aufgestellt, unterstützen Lehrpersonen eine offene und demokratische Gesellschaft, in der Menschen sich bilden und frei entwickeln können. Dazu gehört ein generationenübergreifendes Verständnis von Tradition, Kultur und gesellschaftlicher Entwicklung. Eine gut funktionierende Volksschule trägt zur sozialen Integration, Chancengerechtigkeit und zur Vorbereitung der jungen Generation auf deren künftige Rolle in der Gesellschaft bei. Die Institution Schule spielt somit eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Werte. Im Bildungsprozess, und jetzt kriege ich langsam die Kurve zu unserem Thema, spielt Sprache eine zentrale Rolle. In der Schule wird selbstverständlich mehr als Lesen und Schreiben unterrichtet, wie das Zitat von Bundesrat Dubs interpretiert werden könnte. Sprache bleibt jedoch bis heute das zentrale Medium von Bildung. Sprache ist Lerngegenstand und Lernmedium zugleich. Ohne Sprachkompetenz ist das Lernen in jedem Fach erschwert. Sprache ermöglicht das Denken und Lernen, das Erkennen und Formulieren von Zusammenhängen. Sprache ist in gewisser Weise das Tor zu allen Fächern und deshalb auf allen Stufen von größter Relevanz, und ich meine alle Stufen, das gilt auch für die Hochschulen. Das Thema unseres diesjährigen Hochschultags setzt genau hier ein. Deutschkompetenzen im digitalen Zeitalter, Galligrü und Happy Day. Ich wünsche Ihnen an unserem heutigen Hochschultag gute Unterhaltung und vielleicht die eine oder andere Erkenntnis. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön an Heinz Rien für diese Einführung ins Thema. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer sogar hinein. Theodor Fontane hat einmal gesagt, das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache. Gilt das noch? Gilt das vielleicht sogar mehr denn je in unserer digitalisierten Welt? Wozu dient uns die Sprache denn überhaupt noch? Genau über dieses Thema wird jetzt eine Frau sprechen, die sich sehr intensiv damit befasst. Sie ist seit 2018 Professorin für Deutschdidaktik hier an der PH in Zürich und Co-Leiterin des Masterstudiengangs Fachdidaktik Schulsprache Deutsch. Dort unterrichtet sie auch selbst, ebenso wie in den Studiengängen der Primarstufe. Darf es ein bisschen mehr sein? Deutschkompetenzen in einer interkulturellen, multimedialen und digitalen Gesellschaft. Bitte begrüßen Sie Johanna Bleiker. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier
sprechen darf als Deutschdidaktikerin. Und ich beginne gleich mit einer Frage. Was sollen Kinder in der Schule lernen? Genau diese Frage hat das Institut für Demoskopie Allensbach in einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren gestellt. Und was war das Resultat? Grammatik und Rechtschreibung ist das Wichtigste. Diese Studie fand allerdings 2019 statt. 5 Jahre, noch nicht sehr lange her, aber vor ChatGPT. Würden die Leute heute noch gleich antworten? Nehmen wir also ein aktuelleres Beispiel. Diesen Sommer schrieb ein 15-jähriger Schüler unserer Bildungsdirektorin einen 10-seitigen Brief. Er findet, wir müssen in der Schule mehr Deutsch und mehr Sozialkompetenz lernen. Damit erreicht man mehr als mit einer 6 in Mathematik. Diese Forderung schaffte es auf die Titelseite von 20 Minuten, ist aber wenig fundiert. Ich habe nun über mein Referat den Titel gesetzt, darf es ein bisschen mehr sein? Deutschkompetenzen in einer multikulturellen, multimedialen, digitalen Gesellschaft. Früher in der Dorfmetzgerei im Appenzellerland, wo ich aufgewachsen bin, hat der Metzger jeweils, wenn er das Fleisch direkt abwog, gefragt, darf es ein bisschen mehr sein? Ich habe nie jemanden Nein sagen gehört. Bei den Deutschkompetenzen ist das nicht ganz so eindeutig. Einerseits wird der Niedergang der Deutschkompetenzen der jungen Generation beklagt, es dürfte also doch ein bisschen mehr sein. Und andererseits wird kritisiert, dass der Lehrplan 21 viel zu umfangreich sei. Also doch nicht etwas mehr. In diesem Spektrum bewegen wir uns, wenn wir uns an der Pädagogischen Hochschule mit Sprachförderung befassen. Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie Globalisierung und Digitalisierung und insbesondere neu für alle zugängliche Technologien wie Large Language Models, die stellen bisherige Selbstverständlichkeiten in Frage. Es ist nicht mehr so klar, welche Deutschkompetenzen in der Schule auf- und auszubauen sind. Welchen Stellenwert hat flüssiges Lesen und Schreiben denn noch? Wenn uns doch Speech-to-Text-Programme sofort das Gesprochene aufschreiben können und umgekehrt Text-to-Speech-Programme das Geschriebene sofort vorlesen können. Oder eben, wenn uns ChatGPT in einer Sekunde einen Text verfasst, wenn wir nur ein paar Prompts, ein paar Stichwörter geben. Muss man da noch flüssig lesen und schreiben können? Muss man noch flüssig lesen und schreiben lernen? Ganz allgemein, was bedeutet Sprachkompetenz heute in einer multimedialen, digitalen, globalisierten Gesellschaft? Sprachkompetenz bedeutet, über ein sprachliches Repertoire und über Strategien zu verfügen, um die kommunikativen Anforderungen in unterschiedlichen, relevanten Situationen erfolgreich bewältigen zu können. Für Schülerinnen und Schüler gehört zu den relevanten Situationen, ganz pragmatisch, gehören Lern- und Testsituationen im Schulunterricht. Ein gewisses Maß an Schulerfolg ist zentral für die Partizipation an unserer Gesellschaft, zum Beispiel für die erfolgreiche Bewältigung einer Berufsausbildung. Wir haben es bereits gehört. Zum anderen umfasst Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schüler, aber auch erfolgreiches Kommunizieren mit anderen Menschen, seien es Freunde, seien es die Lehrpersonen, wenn man mal wieder die Hausaufgaben vergessen hat, oder mit dem Hauswart, weil man sein Velo falsch parkiert hat und nun nicht unbedingt dafür eine Strafe aufgebrummt bekommen möchte. Nun, sprachliches Handeln trägt erheblich dazu bei, wer wir innerhalb einer Gruppe sind, ob wir dazugehören, ob wir uns Gehör verschaffen können, ob wir bekommen, was wir möchten. Auf dem Pausenplatz gelten teilweise andere Maßstäbe als im Schulunterricht und unter Jugendlichen oft solche, die wir Erwachsenen nicht einmal kennen. Wenn wir sprachliche Interaktionen von Jugendlichen beobachten, dann fällt ihre Beweglichkeit auf. Chatverläufe von Jugendlichen enthalten Sprachnachrichten gemischt mit Textnachrichten,
Emojis, Fotos, Videos und so weiter. Und wenn die Sprachnachrichten dann abgehört werden, dann werden sie oft in doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Dann muss man nicht so lange zuhören. Code-Switching zwischen Deutsch, Englisch, Albanisch und so weiter ist der Normalfall. Das sind Phänomene, die unter Jugendsprache subsumiert werden. Bei Jugendsprache geht es also nicht nur um ein paar Wörter, die wir Erwachsenen nicht verstehen, sondern um ganze kommunikative Praktiken. Eine aktuelle Studie unter Zürcher Jugendlichen, die Anne Bayer, Professorin für Deutschdidaktik an der PH Zürich, demnächst abschließt, zeigt, dass sich Jugendliche verblüffend differenziert und engagiert mit Fragen zu Sprache und Sprachgebrauch auseinandersetzen. Und zwar nicht nur jene im Langzeitgymnasium, sondern auch solche auf der Sek C. Sie beobachten ihre sprachliche Umwelt sehr genau und haben klare Vorstellungen davon, was an Formulierungen oder an der Verwendung von Jugendsprache höflich oder respektlos ist. Übrigens sehr zum Erstaunen ihrer Lehrpersonen. Die erwähnte Studie zeigte nämlich auch, dass Lehrpersonen dieses Interesse oft nicht vermuten und positiv überrascht sind, wenn sie dann Einblick in diese Gruppengespräche erhalten. Dem hier gezeichneten Bild der sprachlichen Beweglichkeit und der Sensibilität für unterschiedliche Formulierungen von Jugendlichen widerspricht jedoch die Tatsache, dass in der letzten PISA-Erhebung 25% der Schulabgängerinnen und Schulabgänger sich nicht in der Lage gezeigt haben, einen einfachen Text zu verstehen. Ist das neu? Wie sieht das über einen längeren Zeitraum aus? Leider gibt es zu Sprachkompetenzen nur ganz wenige Längsschnittstudien. Ich gehe auf zwei ein. Die eine untersucht das zu Beginn meines Referats angesprochene Thema Rechtschreibung. Die zweite ist die PISA-Studie. Zum Beispiel 1, der Langzeitstudie zur Rechtschreibung. Oft wird behauptet, dass Kinder früher bessere Ergebnisse in Rechtschreibung erzielten. Der Sprachwissenschaftler Wolfgang Steinig konnte das in einer Längsschnittuntersuchung tatsächlich bestätigen. Er verglich dafür Texte von Vierklässlerinnen und Vierklässlern aus den Jahren 1972, 2002 und 2012. Und was stellte er fest? In den Bereichen Wortschatz und Textgestaltung waren die Schülerinnen und Schüler deutlich besser geworden, aber sie machten pro 100 Wörter fast doppelt so viele Rechtschreibfehler. Wie beurteilen Sie nun diese Situation? Sind die Schülerinnen und Schüler besser oder schlechter geworden, wenn sie einen größeren Wortschatz verwenden und abwechslungsreichere Texte schreiben, aber doppelt so viele Rechtschreibfehler machen? Vergleiche sind allgemein schwierig. Unsere Gesellschaft ist heute anders zusammengesetzt als vor 40 Jahren. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie wir miteinander sprachlich kommunizieren. Also auf den sogenannten kommunikativen Haushalt. Mir gefällt diese Metapher des Soziologen Thomas Luckmann. Im Haushalt ist es ja so, dass sich einiges ändert. Wenn jemand neu einzieht oder jemand auszieht, wenn ich mir eine neue Maschine kaufe oder eine andere Maschine den Geist aufgibt. Plötzlich kann und muss ich Dinge tun oder bekannte Arbeiten anders erledigen als bisher. Auf Sprache übertragen bedeutet das beispielsweise, wenn ich WhatsApp-Nachrichten nicht mehr tippen muss, sondern einfach drauf losplappern kann, dann werden sie höchstwahrscheinlich nicht kürzer. Und darum muss man sie dann auch in doppelter Geschwindigkeit abhören, wenn man möglichst rasch erfahren möchte, worum es eigentlich geht. Nun zum zweiten Beispiel einer Art Längsschnittstudie, PISA. Diese Studie wird ja seit 20 Jahren durchgeführt. Wenn man die im Lesen erreichten Punktzahlen von 2002 bis 2022 aneinanderreiht, dann sieht es tatsächlich nicht gut aus. Nach einem Anstieg bis 2012 sind die Resultate seither im Sinkflug. Was ist passiert? Erstens war bei PISA 2015 neu, dass die Testaufgaben im Gegensatz zu vorher komplett computerbasiert bearbeitet wurden. Das macht Vergleiche schwierig. Und zweitens, weit wichtiger, die Definition dessen, was zu Lesekompetenz gehört, die hat sich verändert. Warum?
weil die alte Definition nicht mehr zur Lebens- und Lesewelt der Schulabgängerinnen und Schulabgänger heute passte. Bereits 2019 wurden innerhalb einer Minute, Sie sehen es, 100.000 Tweets abgesetzt auf Twitter, 400 Stunden Videos hochgeladen auf YouTube und 2 Millionen Fotos auf Instagram geteilt. Heute ist das wohl ein Vielfaches. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, dass die Informationsmenge, mit der wir konfrontiert werden, enorm ist. Und da ist es wichtig, dass wir auswählen können, ohne alles vom ersten bis zum letzten Buchstaben lesen zu müssen. Zweitens, wenn jeder Inhalte publizieren kann, dann müssen die Lesenden entscheiden, welche Qualität das Gelesene hat. Und bezogen auf die Schule, Schülerinnen und Schüler kommen heute mit sehr viel mehr außerschulischen Inhalten in Kontakt als früher. Wenn nicht mehr die Lehrperson auswählt, welche Informationen überhaupt von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden, sondern beispielsweise ein Algorithmus beim Googlen, dann wirkt sich das auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler aus. Und es erfordert andere, zusätzliche Kompetenzen, eben ein bisschen mehr. Sogenanntes Sourcing, das heißt die Überprüfung und Beurteilung der Quelle eines Textes, gewinnt an Bedeutung. Und genau solche Entwicklungen führten zu einer Erweiterung dessen, was in PISA unter Lesekompetenz verstanden wird. Heute müssen Schülerinnen und Schüler verschiedene Texte zum gleichen Thema lesen und diese stammen beispielsweise von unterschiedlichen Websites oder aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Und nur wenn man diesen Kontext berücksichtigt, kann man die Hauptaussage des Textes richtig verstehen und einordnen. Konkret, es ist beispielsweise ein Unterschied, ob ich Nebenwirkungen von einem Schmerzmittel auf einer Packungsbeilage lese oder auf einem Forum für Naturmedizin. Was also heißt Sprachkompetenz heute? Laut Lehrplan 21 steht das Handeln mit Sprache im Zentrum. Rechtschreibung gehört dazu, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck. Beispielsweise erleichtert eine korrekte Rechtschreibung die Worterkennung für den Lesenden. Das können Sie an folgendem Text gleich selbst ausprobieren. Es ist ein Originaltext einer Viertklässlerin aus einem unserer Forschungsprojekte. Wahrscheinlich haben Sie beim Lesen mehrfach gestockt, auch wenn Sie zu den Leuten gehören, die eigentlich flüssig lesen könnten. Dieser Text stammt aus einer Prüfung aus dem Fach NMG, Natur, Mensch, Gesellschaft, früher Sachunterricht oder Realien. Das angesprochene Projekt erforscht die Rolle von Sprache im naturwissenschaftlichen Unterricht. Wenn beispielsweise beim Thema Erfindungen ein Lernziel lautet, dass die Schülerinnen und Schüler erklären können, wie ein bestimmter Gegenstand erfunden wurde, dann braucht das entsprechende Sprachkompetenzen. Und zwar nicht erst in der Prüfung. Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird vieles mündlich erarbeitet, besprochen, vorgezeigt und das Wichtigste wird dann noch aufgeschrieben, damit man es vor der Prüfung beispielsweise nochmals durchlesen kann. Dass es aber darauf ankommt, wie etwas aufgeschrieben wird, das zeigen die Texte in unserem Untersuchungskorpus eindrücklich. Schauen wir uns also den bereits gesehenen Text nochmals an. Und zwar diesmal mit Aufgabenstellung und Bewertung. Sie sehen, die Aufgabe ist die, die ich erwähnt habe, erkläre, wie folgende Gegenstände oder einer davon erfunden wurde. Und beim Lesen erhalten wir jetzt etwas Audio-Unterstützung. Ein Mann dachte, alle Krümel von Hand aufnehmen dauert sehr lange. Und er dachte sich, es müsste ein Gerät geben, das die Krümel aufsaugt. Das ist offensichtlich nicht so gut erklärt. Die Lehrperson vergibt einen von 3 Punkten. Schauen wir uns also ein weiteres Beispiel an. Ein Mann hatte einen alten Sessel und der hatte immer Staub drauf. Dann hat er mal ein Taschentuch genommen und vor den Mund gehalten und gesaugt und der Staub ist dann im Taschentuch geblieben und man konnte es wegwerfen.
Dann hat er einen Laubbläser umgebaut, dass er die Luft reinsaugte, und so wurde der Staubsauger erfunden. Das ist nun bereits gut. Also die Laubbläser scheinen eine ziemliche Geschichte zu haben. Sehr gut aber ist erst das hier. Ein Mann, der auf seinem Sessel viel Staub hatte, nahm ein Taschentuch vor den Mund und sog Luft dadurch. Der Staub verfing sich im dichten Gewebe des Taschentuchs und mit dieser Idee wurde der Staubsauger entwickelt. Man sieht, es braucht eine bestimmte Art von Sprache, um ein sehr gut zu bekommen. Das mit dem Laubbläser, das stand nämlich tatsächlich oder findet sich im Lehrbuch, also auch wenn Sie sich jetzt da gewundert haben. Aber das, merken Sie sofort, das ist eine andere Art, wie das dargestellt wird. Für diese Art von Sprache hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren der Begriff Bildungssprache durchgesetzt. Ein Merkmal dieser Art von Sprache sind verdichtete Konstruktionen. Was die ersten zwei Texte in mehreren Sätzen erzählt haben, ist hier alles in den ersten Satz gepackt. Auch die zentrale Idee für die Erfindung des Staubsaugers findet sich in einem kurzen, dichten Satz. Der Staub verfing sich im dichten Gewebe des Taschentuchs. Wie aber lernen Schülerinnen und Schüler, sich so auszudrücken? Eine wichtige Rolle spielen Lehrpersonen als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für Sprachkompetenz. Dazu müssen sie jedoch selbst sprachkompetent sein. Und deshalb müssen zum Beispiel alle angehenden Lehrpersonen der PH Zürich eine Deutschkompetenzprüfung bestehen. Außerdem ist der Begriff Bildungssprache in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen spielt er eine zunehmend wichtigere Rolle. Darauf wird jedoch das Fachgespräch dann noch genauer eingehen. Öffnen wir nun zum Abschluss den Blick wieder und kehren wir zur Ausgangsfrage zurück. Was sollen die Kinder in der Schule lernen? Ein wichtiges Ziel ist ohne Zweifel, dass den Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt gelingt. Aber qualifizieren wirklich Rechtschreibung und Grammatik für die Partizipation am gesellschaftlichen Leben? Nein, vielmehr sind es vielfältige Sprachhandlungskompetenzen, die sich passend zu Situation und Zielen einsetzen lassen. Wenn mit einem Klick oder einem Drauftippen die verfügbaren Informationen sich vervielfältigen und jede und jeder Texte publizieren kann, dann gehört zu den Grundfertigkeiten von Lesen auch die Wahrnehmung und Beurteilung der Qualität, der Glaubwürdigkeit einer Information. Auch wenn technische Möglichkeiten mir erlauben, von einem Text in Kürze eine Zusammenfassung schreiben zu lassen, muss ich die Zusammenfassung immer noch lesen und verstehen, um daraus etwas lernen zu können. In einer multikulturellen, multimedialen, digitalen Welt darf es nicht nur, nein, es muss etwas mehr sein. Schülerinnen und Schüler können nicht einfach weniger als früher. Nein, die Anforderungen haben sich verändert. Und gemeinsam mit dem Schulfeld Möglichkeiten zu suchen, wie wir sie beim Erwerb von Kompetenzen unterstützen können, damit sie diese Anforderungen bewältigen, das ist das Ziel von Forschung, Lehre, Ausbildung, Weiterbildung der PH Zürich. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Johanna Bleiker. Frau Bleiker, eine Frage möchte ich Ihnen jetzt gerne noch stellen. Unsere Generation, und ich sage jetzt bewusst unsere Generation neigt ja ein bisschen dazu, zu behaupten, ja früher, wir konnten noch richtig lesen und schreiben. Was sagen Sie, wenn jemand diesen Satz zu Ihnen sagt? Ja, Sie und ich wahrscheinlich schon. Oder anders gesagt, ja. Also solche Aussagen sind natürlich auch immer sehr eine beschränkte Wahrnehmung und gerade diejenigen, die diese machen, sind wahrscheinlich die, die tatsächlich über relativ gute Deutschkompetenzen verfügen. Aber ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob das auf alle im Schulzimmer zutrifft. Wir haben diese Daten ganz einfach nicht. Es waren ja auch andere Texte, mit denen die Kinder und Jugendlichen von früher oder mit denen wir konfrontiert waren. Das hat ja wahrscheinlich auch einen Einfluss. Ja, ganz klar. Also, so wie beim Thema Wortschatz sieht man das am besten. In einem Bereich, mit dem ich mich
intensiv befasse, der mir wichtig ist, habe ich einen differenzierten großen Wortschatz. Und in anderen Bereichen, da ist er ziemlich rudimentär. Und das ist natürlich nicht nur beim Wortschatz so, sondern auch bei Textsorten, bei Gesprächstypen. Was man macht, da wird man besser. Übung macht den Meister. Und so verändert sich das, was man kann. Und diese Vergleiche können dann eben, man kann zu solchen Schlüssen kommen. Ein bisschen trügerisch sein auch. Ja. Vielen herzlichen Dank, war sehr interessant. Johanna Bleiker, meine Damen und Herren. Ja, wir haben es mehrfach schon gehört. Heute bedeutet Sprache eben auch mit Sprache handeln, adäquat einsetzen, die passenden Worte finden im richtigen Zusammenhang. Wie läuft das konkret in der Schule? Wie wird Sprache unterrichtet? Das möchten wir Ihnen gerne zu Beginn jetzt des Fachgesprächs anhand eines Filmes zeigen. Wir durften nämlich Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen und in unterschiedlichen Fächern besuchen, in verschiedenen Schulen auch, darunter auch sogenannte QIMS-Schulen. QIMS steht für Qualität im multikulturellen Schulen. Das ist ein Programm, das ausschließlich im Kanton Zürich besteht und etwa 160 Schulen werden hier speziell unterstützt. Es sind dies Schulen, in denen überdurchschnittlich viele Kinder aus fremdsprachigen und sozial weniger privilegierten Familien sind. Wobei, und das ist wichtig zu erwähnen, die Förderung an diesen QIMS-Schulen kommt allen Kindern der entsprechenden Schule zugute. Diese Schulen, die setzen den Fokus sehr stark auf die drei Handlungsfelder Schulerfolg und Bildungschancen, soziale Integration und Sprache. Und um Letztere geht es jetzt auch in unserem Film, der unter dem Titel steht, Sprache zählt in allen Fächern. Der Löwe und die Maus. Eines Tages lief eine Maus aus Versehen zwischen den Tatzen eines Löwen. Im DATS-Unterricht wird der Wortschatz erweitert und das Lesen gefördert. Hier wird derselbe Text genutzt wie in der Regelklasse. Die Forschung zeigt, dass der Wortschatz einen entscheidenden Einfluss auf das Leseverständnis hat. Insbesondere die Verknüpfung des gespeicherten Wortwissens ist zentral. Vorher hast du gesagt, du bist aus Versehen auf die Hand draufgetreten. Jetzt, was wäre das Gegenteil von aus Versehen? So wie wenn man es will. Ja, genau. Das wäre dann? Extra. Zum Beispiel extra oder mit Absicht, kann man auch sagen. Mit der Frage nach dem Gegenteil wird die Vernetzung von neuen Begriffen mit bereits vorhandenem Wortschatz angeregt. Alltagssprachliche Begriffe werden mit bildungssprachlichen erweitert. Die Dozentinnen Afra Sturm von der FHNW und Claudia Neugebauer von der PH Zürich sind unterwegs an eine schulinterne Weiterbildung zur Leseförderung an der Schule Silfeld. Beurteilen und fördern mit Fokus auf Sprache. Und wie machen wir das? Wir haben gesagt, wir wollen wissen, was wirkt. Wir wollen überhaupt wissen, was die Forschung, die Wissenschaft sagt. Nur dann können wir unsere Sachen dort auch anpassen. Und darum haben wir immer die Inputs von euch zum Anfang des Schuljahres. Und wir wollen, dass das nicht einfach einzeln in der Klasse passiert, sondern wir sagen, wir müssen das gezielt, systematisch, schulhausweit auf allen Stufen haben. Und was auch ganz wichtig ist, also Leseförderung ist nicht nur ein Thema für die, die Deutsch unterrichten, findet nicht einfach nur im Deutschunterricht statt, sondern eigentlich in allen Fächern, aber auch im Hort, also in der Betreuung. Ihr begleitet Kinder tausendmal mit kleinen Schritten, mit kleinen Impulsen, mit kleinen Anregungen beim Lesen. Also die sind hier seit dem Kindergarten bis 6. Klasse bei euch. Und das sind tausende von Malen, wo ein Kind eine Begleitung bekommt im Lesen. Und diese kleinen Mini-Begleitungen, die sind extrem wirksam. Dieses fünfmal Durchlesen und einzelne Informationen verstehen führt nicht zum Verstehen des ganzen Textes. Auch im Fach Mathematik ist Sprache zentral.
Damit befasst sich Marion Diener von der PH Zürich in einem Forschungsprojekt. In der Szene sehen wir, wie Schülerinnen und Schüler Beziehungen zwischen Multiplikationsaufgaben erkennen, beschreiben und begründen. Studien belegen, dass solche Sprachhandlungen das mathematische Verständnis fördern können. Ich habe hier auch wieder die Kärtchen, damit ihr wisst, wie heißen denn diese verwandten Rechnungen. Versucht miteinander eine Lösung zu finden. Das ist eine Tauschrechnung, weil die zwei haben sich getauscht. Und das ist eine Nachbarrechnung. Rechnung, ja. Weil 6 minus 1, 5. Damit solche Gespräche möglich sind, ist es wichtig, dass bereits im Kindergarten mathematische Sprachmittel eingeübt werden. So, meine Damen und Herren, Sie haben auch geschmunzelt bei den Tropfen. Die gehen nicht, die haben keine Beine, die sinken. Das war ein ganz, ganz schöner Moment, der gezeigt hat, wie eben diese Sprachförderung funktioniert, wie die Kinder spielerisch fast schon motiviert werden, ihren Wortschatz zu erweitern. Und im Fokus, das haben wir auch gehört im Film, steht dabei eben nicht allein das Fach Deutsch, sondern es wird eine durchgängige Sprachförderung angestrebt. Und was das genau bedeutet und auch für die PH in Zürich hier bedeutet, darüber möchte ich jetzt sprechen mit drei Gästen, die wir hier bereits platziert haben. Ich freue mich auf Barbara Kohlstock. Sie leitet seit 3 Monaten das Prorektorat Weiterbildung und Dienstleistung hier an der PH. Diese Funktion füllte sie schon 6 Jahre an der PH Thurgau in Kreuzlingen aus. 2022 kehrte sie zurück hierher, wo sie bereits zuvor tätig war, unter anderem als Bereichsleiterin Management Leadership und zuletzt ad interim als Leiterin Weiterbildung und Beratung. Bei uns, wir haben sie im Film bereits kennengelernt, ist Claudia Neugebauer. Sie ist Dozentin und Fachdidaktikerin Deutsch und DATS, Deutsch als Zweitsprache. Und sie gehört zur Forschungsgruppe von Johanna Bleiker, die eben Lehr- und Lernprozesse rund um die deutsche Sprache untersucht. Zudem leitet sie eben Weiterbildungen und Beratungen für QIMS-Schulen und ist Autorin von Lehrmitteln für Sprachunterricht in einem mehrsprachigen Umfeld. Und gleich neben mir Flavio Manetsch, er ist ehemaliger Kindergarten- und Unterstufenlehrer und derzeit quasi dreigeteilt, nur in der Arbeit natürlich. Was ihm aber entgegenkommt, wie er betont, er ist Schulleiter in der Schule Spitz in Kloten, einer QIMS-Schule. Er ist seit 2023 Praxisleiter hier an der PH und er ist Lehrbeauftragter an der PH in Fribourg. Meine Damen, mein Herr, ich habe die Sequenz erwähnt mit den Tropfen. Welcher Moment ist Ihnen besonders geblieben vom Film, weil er vielleicht für Sie so ein bisschen ein Sinnbild ist dafür, worüber wir sprechen, Frau Kohlstock? Ja, also für mich war der Moment Wissen, was wirkt, dieses Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen formuliert eben aus dem Handeln aller Beteiligten und dass sich die Schule dann an die Pädagogische Hochschule Zürich gewandt hat, ja, das freut mich natürlich und spricht für die Pädagogische Hochschule Zürich, finde ich. Frau Neugebauer, Ihr Moment? Auch ein schönes Beispiel in dieser DATS-Lektion, wo die Lehrerin über die Geschichte spricht mit den Kindern und es geht darum, dass sie eine Figur in der Geschichte etwas extra gemacht hat und die Lehrerin bringt dann ein, wie könnte man auch noch sagen, mit Absicht gemacht. Also sie bringt diesen bildungssprachlichen Begriff ein und das Kind muss später sich damit weiter auseinandersetzen, damit es sich auch festigt, aber die Lehrerin packt gerade den Moment und fügt es ein in dem Moment, wo die Auseinandersetzung mit der Geschichte stattfindet. Gibt eine Alternative quasi dem Kind vor. Und bei Ihnen, Herr Manetsch? Für mich war es tatsächlich so dieser Moment der Erkenntnis ganz am Schluss. Man merkt das an der Tonlage des Kindes. Er sagt, sie sinken.
Und das ist so für mich so das Zeichen, ja, ich habe ein neues Wort gelernt. Und das freut mich so, dieses Strahlen des Kindes. Ja. Diese Begeisterung fast schon. Ich weiß nicht, wie oft Sie das an Ihrer Schule auch erleben, an der Schule Spitz in Kloten. Wie muss man sich denn das vorstellen bei Ihnen? Wie wird diese Sprachkompetenzförderung umgesetzt? Also auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir halten uns grundsätzlich an die Grundsätze der integrierten Sprachförderung, aber auch des sprachbewussten Unterrichts. Das heißt, Sprachförderung findet nicht nur im Deutschunterricht statt, sondern ist eigentlich immer ein Thema, wie wir es auch schon im Film gesehen haben. Das heißt auch nicht, dass es nur dann im Fachunterricht stattfindet, sondern auch auf dem Pausenplatz oder im Hort. Eigentlich während der ganzen Zeit, wenn die Kinder bei uns sind. Das heißt auch, dass wir einen Unterricht anbieten, der immer Sprache mitdenkt. Das heißt, wir zum Beispiel kann das bedeuten, dass man eben Texte vorentlastet oder dass man Strukturierungshilfen bietet oder Visualisierungen anbietet, damit ein Text allen Kindern zugänglich wird. Das ist so ein Teil. Ein anderer Teil, da machen wir verschiedene QIMS-Angebote, die wir anbieten. Wir haben einen QIMS-Beauftragten bei uns an der Schule mit einem ganzen QIMS-Team. Die überlegen sich sehr ganz tolle Sachen, immer wieder Neues. Zum Beispiel kann ich hier hervorheben, zum Beispiel unseren Buchclub, unseren Leseclub. Einmal pro Monat haben wir einen Leseclub bei uns an der Schule. Dieses Angebot richtet sich an Dritt- und ViertklässlerInnen. Da gehen sie zusammen in die Bibliothek über mittags. Jede nimmt ihr eigenes Mittagessen mit. Sie essen zusammen. Es gibt dann eine Vorlesesequenz durch die Lehrperson und dann ein freies Lesen. Also, und das Angebot ist übrigens immer ausgebucht. Ein anderes Angebot wäre zum Beispiel die Schreibwoche, die wir jetzt fix in unserer Jahresplanung haben. Da geht es darum, dass jede Klasse während einer Woche jeden Tag 2 Stunden irgendetwas zum Thema Schreiben macht. Vor 2 Jahren haben wir dann ein Spitzmagazin kreiert. Jede Klasse hatte schön. Dann 2 Seiten zur Verfügung, die gestaltet werden konnten mit verschiedenen Textsorten. Ich habe es jetzt extra ein bisschen ausführlich erzählen lassen, weil ich es ganz spannend finde, das zu sehen, wie das im Alltag an einer Schule gelebt wird. Jetzt nehme ich aber noch mal den Satz auf, der Frau Kohlstock vorhin, den Frau Kohlstock genannt hat. Frau Neugebauer, wir wollen wissen, was wirkt, hat die Beauftragte der Schule Seefeld im Film gesagt. Kann man denn sagen, all das, was Herr Manetsch in seiner Schule versucht und tut und macht, hat wirklich Auswirkungen, die man sehen, die man spüren, erleben kann? Wir haben in der Weiterbildung Einblick in diese Arbeit. Ich habe auch mit deiner Schule gearbeitet und die Auswirkungen werden in der Weiterbildung diskutiert. Und spannend ist, dass Lehrpersonen oft, wenn die Dinge gut laufen und dann mit uns genau hinschauen, plötzlich erkennen, wo Stolpersteine liegen, ins Gespräch kommen, wo sind dann Momente, wo man etwas weiterentwickeln könnte. Was ist vielleicht eine Schwierigkeit? Wir haben etwas eingeschätzt, weil es gut läuft und weil es Spaß macht, aber wenn man mit Forschung hinschaut, Barbara hat das vorhin erwähnt, merkt man, da weiß man heute, dass nur weil es Spaß macht, ist es vielleicht im Moment gut, aber es bringt das Lernen nicht weiter. Und diese Kommunikation in der Weiterbildung ist sehr wichtig. Also es wird in dem Sinne wieder aufgenommen, auch dann im Gespräch. Also es ist ein Thema an der Schule. Das gilt ja aber nicht nur für QIMS-Schulen, also sollen ja alle Schulen einen Fokus setzen auf diese Sprachkompetenz. Wie ist das bei den anderen Schulen? Wir haben ja diese Sache mit der Bildungssprache jetzt ein paar Mal schon erwähnt und wir alle sprechen im Alltag alltagssprachlich, wir alle hier, und Kinder, die Deutsch als Erstsprache haben, sprechen alltagssprachlich zusammen im alltäglichen Kommunikation, müssen Bildungssprache lernen und Fachsprache lernen. Also das ist ein Raum, der in der Schule geschaffen wird, weil man außerhalb der Schule das nicht unbedingt braucht. In der Schule muss damit geübt werden, muss man fit werden, muss man Freude daran entwickeln, damit man später, Johanna Bleiker hat auch ein schönes Bild dazu gezeigt, im Beruf damit flexibel umgehen kann. Also das gilt für alle Schulen, nicht nur für QIMS-Schulen. Eben, das ist überall so. Ich möchte dann später noch mehr über die Bildungssprache erfahren. Ich würde gerne auch etwas aufnehmen, was Johanna Bleiker gesagt hat. Sie bilanzierte ja so sinngemäß,
Grammatik und Orthographie allein, wenn man das beherrscht, macht einen das noch nicht zu einem Teil der Gesellschaft. Es geht um andere Dinge. Wenn wir jetzt über Sprachkompetenz sprechen, Frau Kohlstock, was für eine Relevanz hat denn Sprachkompetenz? Was ist Sprachkompetenz auch jetzt für die PH Zürich? Welche Bedeutung hat sie? Gut, also was Sprachkompetenz ist, auf dieses Eis würde ich mich jetzt in meiner Fachlichkeit nicht wagen wollen. Aber ich glaube, wenn man es gesellschaftlich aufzieht, und das hat ja Frau Steiner, das hat Heinz Rien sehr schön auch aufgezeigt, Sprache ist der Schlüssel zur Welt, der Zugang, Sprache als Schlüsselkompetenz. Und da setzen wir an, wir haben in der Strategie verankert, dass wir für Chancenförderung, für Chancengleichheit, ein förderndes Umfeld einstehen aller Beteiligten. Und wenn wir dann sagen, Sprache ist eine Schlüsselkompetenz, dann kommen wir eben an der Sprache nicht vorbei, wenn wir Chancengleichheit, Chancenförderung betreiben wollen. Und was bedeutet das jetzt konkret für die PH Zürich? Jetzt weiß ich nicht, worauf. Welche Relevanz hat es oder auch welche Anforderungen werden da auch an Sie gestellt? Ja gut, das hat Frau Bleicher gesagt mit der Sprachkompetenzprüfung beispielsweise. Wir alle Studierenden müssen im Basisstudium diese Sprachkompetenzprüfung ablegen, damit eben sichergestellt ist, dass die sprachliche Kompetenz dann auch vorhanden ist, wenn sie ins Schulfeld gehen. Und alle anderen Leistungsbereiche tragen natürlich auch, versuchen diese Kompetenzen zu unterstützen. Wir haben Forschungsprojekte gehört. Wir in der Weiterbildung versuchen mit einem riesigen Angebot, das wirklich alle Stufen möglichst anspricht, auch für diese Wichtigkeit zu begeistern. Wir haben Kleinstangebote zu sprachsensiblem Mathematikunterricht. Wir haben CAS zu bilingualem Unterricht, der sich dann eher an die Berufsfachschulen richtet. Entschuldigung. Genau. Und natürlich, last but not least, möchte ich auch erwähnen in diesem Zusammenhang, wir haben auch die Bibliothek stellt ein immenses Angebot zusammen, kuratiert Angebote, die eben diese Sprache und die Sprachkompetenz ins Zentrum stellen. Und das, finde ich, sind sehr viele verschiedene Bemühungen auf unterschiedlichsten Ebenen, um diesem Anliegen eben Gewicht zu geben. Und über eben sehr viele verschiedene Stufen. Mhm. Frau Neugebauer, nochmal zu der Bildungssprache, die wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen haben. Sie haben im Film das sehr schön gesagt. Ich lese das schnell ab. Lehrpersonen begleiten Kinder 1000 Mal mit kleinen Schritten. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren aus fachdidaktischer Sicht, was Sie damit genau gemeint haben? Also die Forschung sagt, dass diese formativen kleinen Rückmeldungen, die in jeder Stunde x-mal stattfinden, du beobachtest das, wenn du deine Lehrperson besuchst, dass wenn die eine gute Qualität haben, hat das sehr viel Auswirkungen auf das Lernen. Also die Qualität dieser kleinen Rückmeldungen. Und das ist das, was wir auch in der Weiterbildung genau anschauen. Also in der Schule, die wir im Film gesehen haben, ging es ja zum Beispiel ums Lesen. Die Lehrperson liest mit der Klasse und merkt, dass ein Kind eine Stelle nicht versteht. Da muss sie in diesem Mikromoment einschätzen können, was ist denn das Problem? Es gibt verschiedene Probleme, weshalb man etwas nicht verstehen könnte. Und sie muss fähig sein, das einzuschätzen und entsprechend einen Impuls zu geben, eine Frage zu stellen, eine Klärung zu bieten, damit das weitere Verstehen gesichert ist. Das sind diese 1000 kleinen Momente. Und in der Weiterbildung knüppeln wir wirklich an dem, wie kann man sich da verbessern. Die Lehrpersonen sagen oft, ja, wir wissen das schon, dass das wichtig ist. Wir haben das in der Ausbildung x-mal gehört. Aber wie es dann auf der Mikroebene gemacht wird, daran muss man wirklich hart arbeiten. Jetzt geht es ja aber eben nicht nur ums Lesen im Deutsch, im Fach Deutsch, sondern es soll fächerübergreifend sein. Das heißt auch in der Mathematik, wir haben das auch gesehen im Film, im Turnunterricht sogar oder auch in TTG. Da stehen ja aber eigentlich andere Inhalte im Vordergrund. Warum, sagen Sie, ist es dennoch so wichtig, dass man auch dort ganz bewusst auf diese Bildungssprache achtet? Mir fällt vielleicht noch ein Beispiel ein, ergänzend zum Film. Im Zyklus 1 habe ich in einer Klasse gesehen, wie geforscht wird zum Thema Verschlüsse. Also Kleidung hat Verschlüsse oder Flaschen haben Verschlüsse. Die Kinder haben dann Flaschen vor sich
gehabt, die sie zum Znüni mitgebracht haben, diese üblichen Wasserflaschen. Die Lehrerin fragt dann, ja, was macht ihr da? Und sie haben dann gesagt, wir machen es zu. Und dann hat sie mit ihnen genauer hingeschaut. Eben die einen Flaschen, die, da schraubt man den Deckel zu und bei anderen klappt man den Deckel zu. Und diese sprachliche Begleitung hat plötzlich den Blick der Kinder geschärft. Und sie haben angefangen, technisch sich mehr zu interessieren. Was gibt es denn da für Varianten? Also die Sprache geht Hand in Hand mit dem Denken und dem Handeln. Und das ist in allen Fächern wichtig. Also deshalb, wie Sie gesagt haben, TTG, ja. Sport, überall. Dieses genaue Formulieren hilft auch, genauer zu denken und genauer hinzuschauen. Als Schulleiter, Herr Manetsch, müssen Sie diese Sprachkompetenz ja quasi auch den Lehrern, ich sage jetzt mal, schmackhaft machen, also dass die Lehrer darauf achten. Was bedeutet das für Sie tagtäglich in der Schule? Das ist ja noch etwas, was dazukommt. Ja, mein Wunsch wäre so, oder mein Traum wäre, dass das, dass ich da gar nichts mehr machen muss, sondern dass das einfach schon vorhanden ist, dieses Interesse für Sprachen, und dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass Lehrpersonen da drauf achten, dass das eben so gelebt wird, dieser sprachbewusste oder sprachsensible Unterricht. Also, dass sie da gar nicht mehr speziell quasi einen Schub geben müssen. Genau, aber das dauert noch, denke ich. Das wird dann noch eine Zeit lang dauern, bis wir an diesem Punkt sind, weil ich denke, das ist wirklich auch nicht ganz einfach. Wie mache ich das konkret jetzt in dieser ersten Lektion? Wie setze ich das konkret um? Das braucht sehr viel Sensibilisierung, Weiterbildung, da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen, und auch sehr viel Vorbereitung, wie man das dann konkret im Schulalltag umsetzen kann. Frau Kohlstock, wir sind jetzt ja eigentlich gerade bei diesem Thema Lehrpersonen. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass Lehrpersonen finden, ja, jetzt haben wir schon so vieles, das wir rüberbringen müssen. Wir müssen uns auf unsere Inhalte konzentrieren, darauf konzentrieren, wie wir das präsentieren etc. Jetzt sollen wir darauf auch noch achten. Wie wollen Sie Lehrpersonen in Ihren Aus- und Weiterbildungen für dieses Thema oder ja, ins Boot holen, begeistern vielleicht fast schon? Ja, das ist das Kerngeschäft der Weiterbildung. Also wir versuchen wirklich, Themen ins Feld zu bringen und da eben zu sensibilisieren. Aber auch wir, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also wir versuchen es wirklich auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen, indem wir vielfältige Formate, Angebote, Themen ins Feld bringen. Es besteht eine Weiterbildungspflicht von Lehrpersonen, aber das Feld, wie Sie es auch gesagt haben, ist breit und die Themen vielfältig. Ja, manchmal gebe ich mich schon, fairerweise muss ich sagen, finde ich schon eigentlich eine Art Weiterbildung, wenn die Lehrpersonen in der Weiterbildung Standardsprache sprechen. Das ist manchmal schon ein kleiner Gewinn. Ich denke, was ja auch wichtig ist, ist wirklich der Dialog zwischen den Weiterbildnerinnen und den Lehrpersonen. Also, dass man eben nicht die Forschung in die Schule bringt und das präsentiert, sondern dass man schaut, was hat diese Forschung zu tun mit dem, was du jeden Tag machst. Mhm. Zeig du uns, was du machst, und wir versuchen gemeinsam zu verstehen, was hat das mit der Forschung zu tun. Und das kann dann Interesse und Begeisterung wecken. Auch. Dass das ineinander hineingeht. Ja. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, also für mich wirklich die geeignetste Möglichkeit, um auch in einem Schulhaus daran zu arbeiten, sind eben, wie wir es im Film auch gesehen haben, diese schulinternen Weiterbildungen, wo das wirklich getragen wird vom ganzen Team in einer Schule, wo Sprache eben im Team zum Thema wird. Und wenn es einmal so Thema war, dann taucht es dann auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder auf, kann aufgegriffen werden, kann thematisiert werden und wird so dann eben schon auch zu einem begleitenden Thema im Schulalltag. Herr Manetsch, was haben Sie denn konkret jetzt für Angebote in Anspruch genommen und auch welche Erfahrungen gemacht? Welche Erfolgserfahrungen hoffentlich? Wir haben tatsächlich mit Claudia zusammen eine Weiterbildung gemacht zum Thema Vorentlassen statt Nachbereiten. Da ging es darum, das war im Bereich des Schwerpunktes Creams C, da ging es darum, wie man mit Leseschritten arbeiten kann, wie kann man einen Text anhand von 4 Leseschritten erarbeiten, und es ging auch um die summative Beurteilung im Fach Deutsch. Und da habe ich gemerkt, das Interesse der Lehrpersonen ist da,
Sie haben es sehr gern, wenn Sie konkrete Anweisungen haben. Deshalb haben Sie es sehr geschätzt, dass so wirklich konkret 4 Leseschritte, so kann ich vorgehen mit den Kindern. Was ich da merke, ist, man muss es immer wieder zum Thema machen. Wir haben dann in der QIMS-Gruppe Sicherungsziele definiert. Und da merke ich, da muss man muss einfach immer am Ball bleiben. Mhm. Weil im Schulalltag geht das dann sehr schnell einfach vergessen. Man hat andere Prioritäten, man muss einen Streit klären auf dem Pausenplatz. Dann kommen Eltern, die ein Anliegen haben, die Schulleitung kommt, die möchte etwas. Und damit das da nicht vergessen geht, ist es wichtig, denke ich, dass man wirklich Ziele konkretisiert und dann immer ein Auge drauf hat, wo sind wir da, und immer wieder Inhalte, zum Beispiel an einer schulinternen Evaluation, wo stehen wir und wie gehen wir weiter in diesem Thema. Einen Streit schlichten in Bildungssprache, das wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt, aber nicht so ganz einfach. Frau Neugebauer, die Art des Unterrichts hat sich ja auch sehr stark verändert. Also man spricht ja heute auch sehr oft von Selbstlernen, aber das würde ja dann auch bedeuten, das ist weniger Austausch, weniger Kommunikation, weniger Sprache. Was hat das für einen Einfluss dann im Endeffekt auf Ihr Ziel eigentlich? Selber lernen oder selbst organisiert und reguliert lernen, das sind Schlagwörter, die man heute viel hört und liest. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man allein lernt. Oder? Es sind verschiedenste Formen. Also es braucht den Dialog zwischen Erwachsenen, Lehrpersonen und Kindern, unter Kindern, dass sie das gut organisieren können, dass sie sich selber steuern können beim Lernen. Das ist eine Grundlage dafür. Aber es heißt nicht, dass nicht gesprochen wird, dass kein Dialog stattfindet. Also das macht Ihnen keine Sorgen in dem Sinne? Es macht Sorgen, weil wir zum Teil eben im Feld sehen, dass es so verstanden wird, dass Kinder für sich alleine beispielsweise mit Trainingsprogramm lange arbeiten und kein Feedback bekommen in einem Dialog mit einer Person, die mit ihnen gemeinsam denkt. Das ist etwas, wo wir genau hinschauen müssen. Danke für diese Präzisierung, Frau Kohlschock. Sie wollten noch etwas. Ich habe nur gezuckt, einfach, weil selbst lernen, das klingt auch so nach Sparen, du hast das auch erwähnt, und einfach für die Politik im Raum, das ist es nicht. Ich glaube, man muss wirklich bedenken, Future Skills, also die, über die wir ja die ganze Zeit auch sprechen, das ist Kommunikation, das ist Kooperation, das ist kritisches Denken, kreativ sein, das funktioniert alles nur mit und über Sprache, und deshalb wird das nie ohne Sprache gehen und leider halt auch nie ohne entsprechende Ressourcen. Damit sind wir eigentlich gerade beim abschließenden Thema, das ich gerne kurz noch ansprechen möchte, von Ihnen allen gerne eine Einschätzung hätte. KI, digital, all diese Schlagworte, die sind ja auch in der Schule, nehmen die sehr viel Raum ein. Welchen Einfluss haben diese zukunftsträchtigen Dinge auf die Sprache? Herr Manetsch. Momentan ein sehr großes, sehr ein aktuelles Thema. Für mich ist einfach wichtig, dass man das sehr differenziert anschaut. Nur weil ich einfach ein iPad den Kindern abgebe, heißt das noch nicht, dass sie wirklich etwas damit lernen und etwas Sinnvolles damit anstellen. Ich vertrete immer so den Grundsatz, dass wenn man mit solchen Medien arbeitet, das soll immer einen Mehrwert haben im Vergleich zu Papier und Stift. Also nicht einfach, ich schreibe jetzt einen Text auf dem PC anstatt auf einem Blatt, sondern man soll lernen, was ist wirklich der Mehrwert. Und das ist, denke ich, auch die Herausforderung dann für die Lehrpersonen, da wirklich geschickt damit umzugehen. Frau Neugebauer? Ich denke, wir sind sehr auf der Suche nach sinnvollen Tools, mit denen man beispielsweise etwas trainieren kann. Aber es ersetzt nie den Dialog zwischen Menschen. Ich habe gerade einen Kindergarten gesehen, wo die Kinder immer wieder mit erwachsenen Personen an einem Tisch sitzen dürfen und reden dürfen zusammen. Sie haben der Lehrerin gesagt, wenn dümmer wieder geschieht, zusammen reden. Also es ersetzt ein Tool nicht, sondern es ist diese Beziehung, die gepflegt wird. Geschieht zusammen reden. Schön. Frau Kohlstock? Ja, ich glaube, ich würde sonst gerne noch die Hochschulebene wieder hineinbringen. Natürlich beschäftigen wir uns auch damit, was bedeutet das für Lehrpersonen im Feld, für Schülerinnen und Schüler. Ihr habt das angesprochen.
Aber das ist natürlich auch ein Thema, womit wir uns als Hochschule auseinandersetzen müssen. Welche Sprache wenden wir wo an? Wie kommunizieren wir unsere Angebote, unsere Inhalte? Über welche Kanäle bringen wir unser Wissen ins Feld? Also es gibt ganz, auf ganz vielen Ebenen natürlich sehr viele Fragen, die auch eben mit KI und Digitalität auch für uns als Hochschule verbunden sind. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke, für die Ausblicke von Ihnen zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Herzlichen Dank, Barbara Kohlstock, Claudia Neugebauer und Flavio Manet. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich habe es anfangs schon ganz kurz angetönt. Die Sprache lässt uns natürlich auch zum Abschluss dieses ersten Teils nicht los, sondern sie umgarnt uns noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise. Und zwar in Form, in Person einer Frau, die Worte ganz gezielt einsetzt. Sie ist ein Kind aus den 90ern, sagt sie von sich selbst. Beruflich ist sie im Quest-Studiengang Primar hier an der PH in Zürich, und zwar im Endspurt. Sie unterrichtet an der Schule im Lee in Wollishofen eine 5. und 2. 6. Klassen. Und gerade die Erfahrungen mit diesen Jugendlichen verarbeitet sie in ihren Texten oder eben in ihren Poetry Slams. Jungsein ist ihr Thema. Wir freuen uns auf Anouk Meyer. Dieser Text wird eine Zusammenfassung meiner Gedanken und meines Lebens. Vermutlich ein Grüßimüsi. Unstrukturiert und ziemlich sicher verfluche ich mich im Verlauf der Texterstellung. Aber hey, eigentlich erstelle ich hiermit gerade meine Memoiren und trage sie einem Publikum vor. Also ein bisschen Ruhm und Ehre für ein paar computergeschriebene Zeilen, bevor sie dann im Mülleimer des Laptops verschwinden. Ich gehöre mit meinen 33 Jahren zur Generation Y. Aktuell bin ich in einem Alter, das so zwischen allem steht. Ich bin zu alt, um mich mehrmals die Woche zu betrinken, mit High Heels, Minirock und Crop Top feiern zu gehen und alle Zelte abzubrechen, um auf Jamaika eine Strandbar aufzubauen. Ich bin aber doch nicht so alt, um ein Haus zu bauen, mich mit wichtiger Literatur abzugeben und pünktlich am Sonntagabend den Tatort zu schauen. Ich bin sowas dazwischen. Lust hätte ich schon, mich am Wochenende zu betrinken, aber kein Verlangen danach, 3 Tage lang mit einem Kater kämpfen zu müssen. Ich hätte schon Lust, abends in der Stadt Freunde zu treffen, aber keine Motivation, ab 20 Uhr meinen Allerwertigsten von der Couch zu heben. Ich hätte schon Lust auf ein Baby. So, ab und zu. Aber keine Sehnsucht nach 9 Monate Schnappatmung, mich mit einer Bowlingkugel durch die Welt zu schieben und auf Zigaretten zu verzichten. Granate das. So zwischen jung und alt sein weckt man ab. Man überlegt am Samstagvormittag, was man am Wochenende alles Kreatives, Spaßiges und Adrenalinsteigerndes machen könnte, nur um dann doch am Wochenende auf dem Sofa zu liegen, Schoki zu essen und sich einen Serienmarathon aufzuziehen. Ich bin in dem Alter, in dem man Antifaltencreme kauft, um sich auf den Zerfall der Gesichtselastizität vorzubereiten und dann doch feststellt, dass man immer noch jugendbedingte Akne hat. Kennt ihr das noch? Einerseits höre ich von Älteren, du bist doch nur so jung. Das heißt für mich, hey, leb dein Leben, später wird's mühsam. Dieser Satz ist wie ein kleiner Arschtritt. Mach mal was Verrücktes, solange du es noch kannst. Aber da schwingt auch so ein bisschen Mitleid mit, so ein unterschwelliges Jüstes, du Jungs, hast doch noch keine Ahnung vom Lappe. Und andererseits gibt es die Jüngeren, die sagen, du bist doch nur so jung blieben. Für mich bedeutet das, du bist eigentlich zu alt, um gewisse Dinge zu tun, aber hey, Respekt, dass du es trotzdem noch machst. Auch irgendwie so ein kleiner Arschtritt. Habt ihr es jemals gekannt? Als Mitglied der Generation Y gehöre ich zu Facebook und maximal Instagram-Community. Ich bekam mein erstes Handy in der 6. Klasse, ein Gerät ohne Farbdisplay.
und wehe, die Internettaste wurde versehentlich gedrückt. SMS-Zeichen wurden gespart, damit nur eine Nachricht verschickt wurde. Und wenn genügend Zeichen an die beste Freundin übrig waren, wurde das HDL zu einem HDUMMMFG. Die Cool Kids hatten polyphone Klingeltöne und nutzten den Coca-Cola-Code, um sich einen Bällchenbanner auf das Handy zu laden. In der Sekundarschule trugen wir Longchamp-Taschen, schwarze Ballerinas und Billigperlenketten von Claire's und J.Lo Parfum, um dabei einen Hauch von Rich Kids versprühen zu können. Damals sagten die Skater über uns Tussen, heute wäre ich damit cringe. Machen wir doch den Test, ob ihr noch jung oder schon über das Jungsein-Datum hinaus seid. Der Discman durfte ja nicht geschüttelt werden, sonst stockte die Musik. Das Band der Kassette wurde mit einem Bleistift wieder repariert. Der Snake-Rekord ermöglichte höchste Gefühle. Plötzlich fragten alle, Wutsche Banane. Man holt sich ständig Viren auf LimeWire, wenn man unerlaubterweise die neuesten Hits von Christina oder Britney runterladen wollte. Im Ausgang showte man sich auf Bildern von partyguide.ch statt auf Selfies. Eltern mussten ihre Telefonate unterbrechen, damit man auf MSN den neuesten Bekanntschaften von Habbo Hotel zurückschreiben konnte. Und Rosebud war der Code für das Sims-Computerspiel. Wenn dein Schwarm nicht mit dir fuden wollte, wurde er zum Huremichi. Bist du noch jung oder schon alt? Wayne interessiert's. Eigentlich gibt es nur eine Strategie, um jung zu bleiben. Viele Dinge, die wir damals trugen oder gesagt haben, werden ja von der heutigen Generation wieder aufgenommen. Also könnten wir eigentlich ganz unbekümmert weiterhin unser Lachen mit LOL, LMFAO und YOLO ausdrücken, Fukuhila und Schlaghosen tragen und uns die Augenbrauen wieder zu einem Strich in der Landschaft zupfen. Wenn wir dazu noch ein bisschen Shish, Brudi und Walla sagen, sind wir für die Boomers noch so jung und für die Generation Z jung geblieben. Wenn du dir also überlegst, diese einfache Taktik umzusetzen, bekommst du von mir folgende fachkundige Diagnose gestellt. Du bist alt. Denn alt sein bedeutet, dass man sich eine Strategie zurechtlegt, wie man jung bleiben kann. Dankeschön. Herrlich, 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 da kam uns doch einiges bekannt vor. Vielen herzlichen Dank, oder? Ja, ja, es nicken ein paar, da kam uns einiges bekannt vor. Herzlichen Dank an Anouk Meyer. Sie ist im Moment an ihrer Bachelorarbeit und kurz vor der berufspraktischen Prüfung. Toi, toi, toi an dieser Stelle. So, meine Damen und Herren, wir hören etwas Musik. Simon Schwanninger ist bereits an seinem Piano. Es wird hier ganz kurz umgebaut. Bleiben Sie aber bitte hier, denn nachher starten wir gleich zur Preisverleihung. Thank you.
Dankeschön, Simon Schwanninger. So, der festliche Teil dieses Hochschultages kann beginnen. Viele Menschen im schulischen Umfeld leisten ja das ganze Jahr über Außerordentliches. Und diese Menschen möchten wir jetzt ehren mit den Studienpreisen, und dem Bildungspreis. Wir beginnen mit den Studienpreisen. Hier werden Studierende der PH Zürich und des Instituts Unterstraße ausgezeichnet. Gestiftet und verliehen wird er von der Stiftung Pestalozianum. Ich bitte nun alle PreisträgerInnen auf die Bühne zusammen mit Heinz Rien und natürlich mit dem Laudator. Er ist der Präsident der Stiftung Pestalozianum. Ja, Sie dürfen ruhig kommen. Und gleichzeitig Juryvorsitzender und Professor für Organisationskommunikation und Öffentlichkeit an der ZHAW, Peter Stücheli-Herlach. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Heinz Rien, sehr geehrte Frau Rektorin Designata, meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem liebe, geschätzte und bewunderte Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends. Es ist Ihnen allen sicher genau gleich gegangen wie mir selber am bisherigen Ablauf des Hochschultages. Dieses Reden und dieses Diskutieren über die Sprache oder, wenn ich sagen darf, dieses Reden übers Reden, es kann einen schon faszinieren und es kann einen schon fesseln. Wir spüren wohl alle oder haben es spätestens heute noch einmal in der ganzen Tiefe begriffen. Da geht es um einen Kern, da geht es um etwas ganz Wesentliches in Sachen öffentliche Bildung. Das Reden über die Sprache führt uns sehr nahe heran an den Schulalltag und seine Herausforderung. Es führt uns tief hinein in die Organismen, in die sozialen Systeme, wie man heute sagt, die situativen Dynamiken öffentlicher Bildung und ihrer Institutionen. Warum das so ist, das lässt sich im Grunde einfach erklären. Die Fachleute heute haben es auch anschaulich aufgezeigt. Das Sprechen, es lädt ja zum Hören ein. Und das Schreiben, es erfordert ja das Lesen. Und das Hören und das Lesen, sie laden ja zum Verstehen ein. Die Sprache ist also etwas, was nie nur uns oder mir gehört. Die Sprache ist etwas, was nie nur von mir selber kommt. Sie lädt immer den anderen und die anderen ein. Ja, sie erfordert die anderen auch. Die Sprache, sie gibt den anderen die Lizenz zum Antworten und zum Widerspruch. Die Sprache, sie gibt den Mut und das Recht zum Einspruch und zum eigenen Anspruch. Der Sprachgebrauch ist die ganz alltägliche Einladung zum Perspektivenwechsel. Und darüber möchte ich reden, von Perspektivenwechseln, dem heimlichen und eigentlichen Hauptthema des heutigen Hochschultags. Und ich darf Sie einladen zur Begegnung mit Absolvierenden dieser pädagogischen Hochschule, die sich als Meisterinnen und Meister des Perspektivenwechsels erwiesen haben. Es sind die Trägerinnen und Träger der diesjährigen Studienpreise, welche die Stiftung Pestalozianum zusammen mit der PH jährlich kürt. Die Jury stand dieses Jahr unter dem Vorsitz von Frau Nationalrätin Simona Prizzi, die auch hier anwesend ist. Ich bedanke mich herzlich für die Arbeit der Präsidentin und der Jury und habe nun die Ehre, die Preise im Namen der Jury übergeben zu dürfen. Die Perspektivenwechsel, die jede und jede von Ihnen, geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, auf ihre eigene Art haben vollziehen können. Das sind Schlüsselmomente öffentlicher Bildung. Jedes Mal, wenn sie gelingen, wird das große Puzzle auf öffentlicher Bildung bereichert durch einen kleinen, zusätzlichen, wichtigen Stein. Das ist der Grund, warum wir die Preise überreichen
in Form dieser puzzlesteinartigen Preistrophäen. Frau Katharina Steinecker, wenn ich Sie nach vorne bitten darf, Sie erhalten den diesjährigen Professionspreis. In Ihrer Masterarbeit über Unterrichtsstörungen vollziehen Sie gleich einen doppelten Perspektivenwechsel. Einmal dadurch, dass Sie Unterrichtsstörungen, die ja vermeintlich immer von den Schülerinnen und Schülern ausgehen, in den Blick nehmen, dabei aber für einmal den Anteil der Lehrpersonen daran untersuchen. Sie können dadurch aufzeigen, wie man den Unterrichtsstörungen einmal anders begegnen kann, indem man nämlich als Lehrperson nicht das Schülerinnen und Schülerhandeln kritisiert und sanktioniert, sondern indem man eigene Werte, Einstellungen und Handlungen hinterfragt. Und Sie vollziehen einen zweiten Perspektivenwechsel mit Ihrer Masterarbeit, indem Sie in Ihrer hervorragenden videogestützten Aktionsforschung sich selber zunächst als Handelnde, dann als reflektierende Forschende sozusagen von außen einbringen. Die Jury lobt Frau Steinecker ihre, ich zitiere, präzise Analyse und Dokumentation sowie das hohe Reflexionsniveau. Aber uns interessiert, wie Sie eigentlich die wesentlichen Erkenntnisse Ihrer Masterarbeit in Worte fassen würden. Ja, danke vielmals. Ich nehme die Notizen trotzdem hervor. Noch näher? Ja. Gut, okay. Das ist mal etwas anderes als im Klassenzimmer. Dafür scheinen Sie alle sehr aufmerksam zuzuhören. Das ist nicht immer der Fall bei mir. Kurz zusammenfassend möchte ich sagen, Unterrichtsstörungen, so habe ich gemerkt, sind nicht nur Probleme einzelner Schülerinnen und Schüler, sondern sie müssen ganzheitlich betrachtet werden. Störungen können Chancen sein, sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln. Lehrpersonen können Unterrichtsstörungen angehen, indem sie sich selbst hinterfragen, präsent sind, indem sie authentische Beziehungen eingehen und indem sie indem sie ihre Schülerinnen und Schüler positiv bestärken. Was aber auch ganz zentral war in meinem letzten Schuljahr, ist, dass diese Arbeit ein Prozess ist. Also Schülerinnen stören nach wie vor in meinem Unterricht, es ist nicht vorbei. Und dieser Prozess, das Angehen, die Unterrichtsstörungen positiv bewältigen, der kann nur gelingen, wenn das Team mitarbeitet, man unterstützt wird von der Schulleitung. Es ist eine Teamarbeit. Wir gratulieren Ihnen zum diesjährigen Professionspreis. Dankeschön. Danke. Einen anderen Perspektivenwechsel haben Sie, Herr Krummenacher, vollzogen. Die Jury verleiht Ihnen dafür den diesjährigen Forschungspreis. Sie haben eine Masterarbeit vorgelegt mit dem Titel Schatzinsel, in der Sie das, ich zitiere den Titel, das Erleben der psychologischen Grundbedürfnisse in einer kooperativen Mathematik-Lernumgebung explorieren und dies im Feld von vierten Primarklassen. Es ist, und das ist der Wechsel, eine andere Perspektive auf Mathematik, eine andere Perspektive auf ein Fach also, dem häufig nachgesagt wird, es gehe vor allem um das individuelle, in sich versunkene, stille Knobeln an abstrakten Aufgaben. Sie hingegen, Herr Krummenacher, erkunden in Ihrer Arbeit, wie das Ausleben persönlicher Autonomie oder das Erleben eigener Kompetenz und damit Wirksamkeit, Sie erkunden, wie das Gefühl sozialen Dazugehörens nicht außen vor bleiben müssen, wenn Mathematik vermittelt wird. Dann nämlich, wenn das eben im kooperativen Setting einer Schatzinsel geschieht. Die Jury lobt Ihre Sorgfalt, die Konsequenz, der Sie die Arbeit entwickelt haben. Sie lobt die methodisch und unterrichtspraktisch
umsichtige Einordnung der Ergebnisse. Das waren Zitate. Aber es ist interessant zu hören, wie Sie mit eigenen Worten beschreiben, was Sie aus Ihrer Arbeit der Öffentlichkeit mitgeben wollen. Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass die aktuellen Probleme der Gegenwart nicht von Einzelpersonen, sondern von Teams in Kooperation gelöst werden. Bei meiner Arbeit habe ich gesehen, dass diese neuartigen kooperativen Mathematik-Lernumgebungen tatsächlich funktionieren. Sie lösen eine Vielzahl von Kooperationshandlungen aus, welche selbstverständlich häufig mit Sprache verknüpft sind. Das Arbeiten mit solchen Lernumgebungen bringt die Schülerinnen und Schüler dazu, sich auch mit anspruchsvollen mathematischen Aufgaben auseinanderzusetzen. Und dabei ist beobachtbar, wie sie das mit großem Engagement tun. Dabei erleben sie sich als autonom, kompetent und sozial eingebunden. Nebst den fachlichen Kompetenzen werden dabei auch die überfachlichen Kompetenzen stark berücksichtigt, welche vermutlich dazu beitragen können, dass unsere Schulkinder fit an die Herausforderungen ihres Lebens gehen können. Herr Krummenacher, wir gratulieren Ihnen zum Forschungspreis. Danke, meine Damen und Herren. Den diesjährigen Innovationspreis erhalten Sie beide, Frau Leonie Antweiler und Frau Simone Wegmann, für Ihre Gruppenarbeit, die Sie zusammen geschrieben und eingereicht haben. Der Perspektivenwechsel durch Ihre Bachelorarbeit am Institut Unterstrass ergibt sich nun in Ihrem Fall dadurch, dass Sie das Singen fremdsprachiger Lieder im Unterricht, so der Titel, nicht primär musikpädagogisch betrachten, sondern es in den Kontext von Multikulturalität, Migration und Inklusion stellen. Sie arbeiten mit einer Online-Umfrage, mit Interviews, und die Jury war, ich zitiere aus dem Jurybericht, beeindruckt von ihrem innovativen Ansatz. Sie war beeindruckt von eigenständigen Überlegungen, sie war gefesselt vom, ich zitiere nochmals, konsequenten Inklusionsverständnis und ihrem realistischen Praxisbezug. Lassen Sie uns an diesem spektakulären Perspektivenwechsel teilhaben, indem Sie uns ein paar Worte dazu selber sagen. Guten Abend. Ja, zuerst einmal ist es uns ein Anliegen, Lehrpersonen zu inspirieren und zu ermutigen, fremdsprachige Lieder im Unterricht zu singen mit den Kindern. Von vielen Lehrpersonen haben wir gehört, dass sie Respekt davor haben. Aber mit Reflexion und mit Wertschätzung können diese Lieder sehr viel bewirken. Mit Reflexion meinen wir, dass die Lehrperson sich fragt, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Ist es unbewusst vielleicht etwas Exotisches zu zeigen? Oder ist es wirklich die Inklusion, die im Vordergrund steht? Durch fremdsprachige Lieder möchten wir dieses Konzept von wir und die anderen, also die Deutschsprachigen und die Fremdsprachigen, eliminieren. Musik ist eine universelle Sprache, die uns verbinden kann. Beim gemeinsamen Singen können alle teilnehmen und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln. Diese Lieder fördern die Wertschätzung und sind wertvolle Möglichkeiten, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen und Inklusion zu leben. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum diesjährigen Innovationspreis. Frau Antweiler. Meine Damen und Herren, schließlich ist es mir eine ganz besondere Ehre, den Dialogpreis zu übergeben, und zwar an Herrn Oliver Weber. Jetzt, meine Damen und Herren,
Jetzt geht es mit Herrn Weber nochmals so richtig zur Sache. Zu einer Sache, welche die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren, was sage ich, Jahrzehnten, sehr stark beschäftigt hat. Nämlich um das Verhältnis von Theorie und Praxis des Unterrichtens. Sie, Herr Weber, nehmen dazu nicht nur einen Perspektivenwechsel vor, sondern eine Perspektivenkreuzung, wie Sie sagen, schon im Titel Ihrer Arbeit. Eine Kreuzung der Perspektiven von Dozierenden und Studierenden zu diesem Thema des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Wiederum, auch bei Ihnen, eine Online-Befragung, die Sie durchführen, Leitfaden-Interviews. Sie sind es, die Sie methodisch ins Zentrum dieses viel diskutierten, aber auch mit Ideologie stark besetzten Spannungsfeldes führen. Und dort entdecken Sie rollenbedingte, wie Sie sagen, rollenbedingte blinde Flecken bei den Beteiligten. Dann etwa, wenn es darum geht, die Herausforderungen und Aufgaben der jeweils anderen Seite zu verstehen. Also die Dozierenden Herausforderungen der Studierenden und die Studierenden Herausforderungen der dozierenden Seite zu verstehen. Die Jury lobt, ihre Arbeit sei, Zitat, hochgradig relevant und sie trage zum gegenseitigen Verständnis von Lehrenden und Lernenden in dieser Frage maßgeblich bei. Welche Botschaft, Herr Weber, verbinden Sie selber mit Ihrer Arbeit? Ja, geschätzte Damen und Herren, ich habe das Augenrollen förmlich gehört hier vorne. Viele von Ihnen, die kennen das Thema und es ist nichts Neues, ganz im Gegenteil. Was ich aber feststellen durfte, ist, dass, ich sage es mal, der Verdacht, dass die Studierenden vielleicht einfach zu wenig Interesse an Theorie hätten oder dass es daran liegen könnte, dass sie nur einfache und schnelle Rezepte für die Berufspraxis möchten, das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, die Studierenden, die sagen, uns ist Theorie wichtig und wir finden sie auch hochgradig relevant. Aber was ich dann gemerkt habe, viele haben große Mühe damit, diese in die Praxis zu übersetzen, zu sehen, wo kann ich ansetzen oder wo knüpft jetzt eigentlich dieses Konzept an und wie setze ich das jetzt beispielsweise in Deutsch um. Drum, ich sehe auch einige alte Dozierende von mir. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, nutzen Sie Ihren Erfahrungsschatz, den Sie haben. Sie alle haben auf ein oder verschiedenen Stufen unterrichtet und oft vergisst man, was man selbst eigentlich weiß und wo man vielleicht vor einigen Jahrzehnten stand. So geht es zumindest mir, wenn ich auch manchmal meine Kinder habe, meine Klasse, und ich dann bemerke, eigentlich müsste ich da hinten ansetzen. Und das ist ja kein Problem, man vergisst nur manchmal, wo halt das Gegenüber steht. Aber es ist genau diese Erfahrung, die Sie haben, und das ist, wie soll ich sagen, es ist der Brückenbauer, es ist der Schlüssel für uns Studierenden, zu verstehen, wo diese Theorie effektiv Anwendung findet, weil sie substituiert, was wir noch nicht wissen. Und für das brauchen wir Sie, und da möchte ich Sie bitten, bringen Sie das so oft und so viel ein, wie Sie nur können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich lade Sie herzlich dazu ein, die preisgekrönten Arbeiten auf der Website der Stiftung Pestalozianum einzusehen und die Chance, dieser Perspektivenwechsel auch für sich, für die eigene Praxis, aber auch für Ihr Umfeld zu nutzen. Preisträgerinnen und Preisträger, stehen Sie hier sicher für entsprechende Anfragen, ein Interesse Ihrerseits zur Verfügung. Der fachkundigen Jury und ihrer Vorsitzenden danke ich ganz herzlich für die sorgfältige und engagierte Arbeit und übergebe für ein Schlusswort nun an Heinz Rien. Ja, vielen Dank. Ich möchte meinerseits auch nochmals die Gratulation ausdrücken. Schön, toll die Arbeiten, die da geschrieben werden. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass an unserer Hochschule ganz viele tolle Arbeiten geschrieben werden. Und ich weiß, die Jury hat es nicht einfach, hier eine Entscheidung zu treffen. Herzliche Gratulation, dass Sie den Preis erhalten. Ich möchte aber auch der Jury ganz herzlich danken an dieser Stelle, dass sie die Arbeit auf sich nimmt. Das gibt viel zu lesen, aber vor allem auch zu diskutieren, nämlich sich einig zu werden, an wen man die Preise übergeben möchte. Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle auch den Dozentinnen und Dozenten zu danken. Das war jeweils aufgeführt, denn die Arbeiten werden begleitet.
ihr werdet beraten. Also das ist immer auch ganz wichtig, dass hier unsere Dozentinnen und Dozenten diese Arbeiten mit begleiten. Von daher an allen einen ganz großen Dank, dass das möglich ist und nicht zuletzt der Stiftung Pestalozianum, dass wir hier gemeinsam diese Preise übergeben können. Ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch kurz ein Foto. Bitte noch auf der Bühne bleiben. Auf der Bühne. Noch ein bisschen näher zusammen. Gut. Ja, meine Damen und Herren, es ist immer wieder beeindruckend, welche Projekte hier, welche Arbeiten hier ausgezeichnet werden. Und Heinz hat es gesagt, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele weitere, die jetzt nicht hier sind, aber die ebenso beeindruckend sind. Bevor wir nun weitergehen und Heinz Rien den Bildungspreis, die Verleihung des Bildungspreises einleiten wird, hören wir noch einmal ein paar Takte Musik von Simon Schwanninger. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum letzten Teil des diesjährigen Hochschultags zur Vergabe des Bildungspreises. Der Bildungspreis wird an Personen oder Organisationen vergeben, die sich durch herausragende Leistungen für Bildung, Schule und Unterricht sichtbar gemacht haben. In diesem Jahr geht der Preis der Pädagogischen Hochschule Zürich an die Gründer der Bildungsorganisation ChildStream. Sie erhalten den Bildungspreis 2024. Sie wurden von der Jury für ihre herausragende Leistungen bei der Förderung von Kindern und jungen Erwachsenen in Myanmar, Kambodscha,
der Demokratischen Volksrepublik Laos und in Thailand gewürdigt. Sie sind von weit her letzte Nacht angereist. Ich freue mich sehr darüber, Mark Jenny und Daniel Siegfried den Preis überreichen zu dürfen. Damit wir etwas einen Eindruck haben, was da geleistet wird, werden wir jetzt die Gelegenheit haben, einen Film zu sehen, der das uns vorführt und präsentiert. Anschließend an den Film, da freue ich mich ganz besonders, wird unser bewährter Laudator Jürgen Oelkers heute auch nochmals die Laudatio halten. Er wird das heute auch zum letzten Mal machen. Lieber Jürgen, schön, dass du das heute übernimmst, diese Laudatio zu halten. Zunächst aber Film ab. Once I started to work in philanthropy, setting up Charleston, running Charleston, I really started to realize how much you get back by giving first. For every smile, for every intervention, for every action we give, there is so much more coming back towards us. Here in the Southeast Asian countries where we work, very often there are no school buildings available because of poverty. Sometimes there are rotten school buildings available which are very, very dangerous for children to attend. And sometimes a child simply has to walk too far in order to reach the next school. So one of our main interventions in basic education is really to make sure that facilities, so brick and mortar buildings are here, as school buildings and as boarding houses, so that children get access to education. I have a bed and I don't have to buy my own desk. I would have to walk 2 hours to get to school. I can now stay and learn. I want to be a teacher and teach music and art. We work on school health mostly because what we have seen is that maybe in places where we have built schools, the children really have bad hygiene, but maybe bad nutrition. And what our school health programs does is basically to train primary students on basic health principles. We actually see an immediate benefit of that. Afterwards, we see that children's health improves, and actually we see that students have a higher attendance rate because they are less sick. Basically, when we look at high school level, we look at more like adolescent health problems. So we do there a lot of awareness programs, such as sex education, drugs, which is becoming an increasing problem in our area. Education is really, really important for the young people, not only for my hometown, where I'm growing up, it is also for the whole Burma. Ultimately, we want to get out of business as Charles Stream, so we want to have change the countries where we operate at the moment for the better, so that it doesn't need us anymore. You see every day what impact you're making, because you're seeing these primary school children suddenly going to university and coming out of university with a bachelor degree, doing great things for their communities. So seeing the impact keeps me getting up every morning, because the impact ultimately leads to our goal of changing these societies. I know with literally everything I'm doing, whether it's writing an email, whether it's driving a car, whether it's having a meeting, literally with every effort I make, I know it serves one benefit. And this is basically to help the children here in these countries. And if you know that, and if you know that actually your organization is so efficient that you actually know that every minute also makes a difference, you just don't feel tired, because you feel actually, you get energized through your own work. One thing I want to say, I will never give up. Don't stop. Don't stop learning. Don't stop fighting new things. There are a lot of situations that I almost give up.
But I keep trying, trying. And then I reach this level. Try very hard. One day you go reach your goal. Yes. Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Heinz, sehr geehrte Preisträger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, stimmt, ich beende heute meine Laudationis und deswegen darf ich mit mir beginnen. Wenn man wie ich vor 25 Jahren von Bern nach Zürich berufen wurde, erlebte man einen Adam-Effekt. Die selbstverschuldete Vertreibung aus dem Paradies, ohne Eva, ohne Schlange, aber unter dem Zorn der Oberen. Die Folge war ein Makel, ich war nicht länger berntreu und wurde also verstoßen wie das eigensinnige Kind im Märchen. Sie hätten ja überall hingehen können, aber doch nicht nach Zürich. Und dann noch zu einem Bildungsdirektor, der als Turbo galt und damit noch bernferner war als ich. Halt, sprachlich traf das nicht zu. Ernst Buschow war bekanntlich im Unterschied zu mir kein Sprachturbo. In Zürich lernte ich Unterscheidungen, etwa die zwischen der Stadt, dem Kanton und dem Rest der Schweiz. Und ich lernte auch eine Unterscheidung, die ich in 12 Jahren Bern nie gehört hatte, nämlich die zwischen Banker und Bankier. Gemeint war das nostalgisch. Bankiers waren die Patrons und so die Guten, aber von früher. Doch so etwas wie Ausstieg aus dem Geschäft und Umstieg auf Volksbildung wäre Ihnen wahrscheinlich nie eingefallen, selbst Ernst Mühlemann nicht. Unsere beiden Preisträger haben eine Laufbahn als Banker hinter sich, sind 2003 bei der damaligen UBS ausgestiegen und haben sich, wie der Film zeigt, Bildungsprojekten in Asien gewidmet, bei denen sie ihre Expertise nutzen konnten. So gesehen hat aus den Bankern noch etwas anderes werden können, nämlich frühe Quereinsteiger. Anders als alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger ehren wir heute also zwei Ökonomen im Bildungsbereich, die mit praktischer Arbeit überzeugt haben und auch zeigen konnten, dass, anders als manche Pädagogen meinen, Ökonomie und Bildung keine feindlichen Schwestern sind. Gelegentlich habe ich ja den Eindruck, Pädagogen, Anwesende natürlich ausgeschlossen, lieben den Goldesel, aber vergessen den Ausgang des Märchens, nämlich den Knüppel aus dem Sack zur Wohlstandssicherung. Gut, Marc Jenny stammt aus Davos, hat dort die Schulen besucht, danach eine Berufsausbildung absolviert, die ihn über verschiedene Abschlüsse zum Swiss Certified Banker qualifiziert hat. Daniel Siegfried hat die Schulen in Engstringen im Kanton Zürich besucht und ist ebenfalls mit einer Berufslehre zum Banker geworden. Beide haben in jungen Jahren ihre bisherigen Laufbahnen verlassen. Der eine von Hongkong aus, der andere aus Singapur und beide mit persönlichem Risiko. Danach wurden sie zu erfolgreichen Schulentwicklern und Bildungsmanagern, also konnten ihre bisherigen Erfahrungen in einem neuen Feld anwenden, das sie selbst aufgebaut und gestaltet haben. Und wie kommt man als Banker auf eine solche Idee? Hören wir Marc Jenny, zitiere ihn. Ich verließ die Finanzindustrie im Sommer 2003, um einen Mid-Career-Break einzulegen, und bin mit viel Zeit zur Hand zu Daniel gestoßen. Daniel hat mir die verrückte Idee der Gründung eines eigenen Kinderhilfswerks vorgestellt. Meine anfängliche Reaktion war pures Unverständnis. Wie, warum, mit wessen Geld, wann? Wer soll uns vertrauen? Wir haben ja keine Ausbildung in diesem Bereich. Wir sind zwei Banker, Gottes Willen. Und. Doch meine anfänglichen Zweifel wichen Begeisterung. Unsere wohltätige Organisation war geboren, Child's Dream. Mutig, oder?
Allein deswegen mit der Idee der Bildung als Traum des Kindes hätten sie den Preis verdient. Das Gesamtprojekt wird finanziert durch Spenden, überwiegend von Stiftungen, aber auch von Privatpersonen und Firmen. Nur 6% der Einnahmen werden für Betriebskosten aufgewendet. Allein die pädagogischen Bilanzen sind eindrucksvoll. Sie haben es gesehen. Child's Dream hat Schulgebäude neu bauen oder renovieren lassen, aber auch Computerlabore eingerichtet und Pensionen aufgebaut. Der Zugang zur Grundbildung für marginalisierte oder gefährdete Kinder durch alternative, gemeindenahe Lernzentren und die Bereitstellung von Stipendien ist verbessert worden. Durch die Vermittlung von Lebens- und Berufskompetenzen wird für den Einstieg in Berufskarrieren gesorgt. Schließlich wird auch die akademische Bildung unterstützt, damit Fachkräfte für die leitenden Positionen in den Herkunftsländern und den Gemeinden gesorgt ist. Also, Marc-Jenny, Daniel Siegfried, für den klugen Aufbau von Child's Dream, das geschickte Management against all odds, das unermüdliche Fundraising und nicht zuletzt die Leitenidee der Bildung, erhalten Sie heute den Bildungspreis der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Jury war beeindruckt, was Ihre Organisation leistet und wofür sie steht. Bildung dort, wo sie niemand erwarten konnte, gemeindenah und subsidiär, also in gewisser Weise auch mit einem leichten Schweizer Fußabdruck. Herzlichen Glückwunsch seitens der Jury, ich denke auch in unser aller Namen, an zwei Banker, die gezeigt haben, wie Bildung geht, wenn man sie als Traum des Kindes versteht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich darf den Preis überreichen. Es ist eine Skulptur von Hans Josefsson, ein Künstler, der 2012 gestorben ist, aber die Plastik wird jedes Jahr neu gegossen und eingraviert. Ganz herzliche Gratulation. Vielen Dank. Das Buch zum Künstler gibt es auch, damit man sich vertiefen kann. Und jetzt dürfen wir den Preisträgern die Bühne überlassen zum Danke sagen. Ich muss vielleicht zuerst ganz kurz etwas sagen, bevor wir mit einer kurzen Rede beginnen. Sie wird nicht lange sein. Wir haben ganz viel gehört und gelernt über die Entwicklung der deutschen Sprache. Das haben wir in den letzten 30 Jahren in Asien gänzlich verpasst. Dafür wollen wir uns entschuldigen, falls die kommende Rede jetzt voller Fallfehler, Kommafehler und auch sonstigen Fehlern sein wird. Wir sind dieser Sprache nicht mehr wirklich mächtig, darum mussten wir das auch vorbereiten, was wir jetzt hier sagen. Aber es wird ziemlich kurz bleiben. Liebe Gäste, liebe Freunde, Familie hier, wir stehen heute hier und erhalten, um den Preis zu erhalten, der mehr bedeutet als nur eine Auszeichnung für uns. Dieser Preis ist für die Kinder in unseren Ländern, die täglich kämpfen müssen, damit sie überhaupt eine Ausbildung bekommen. Ihre Entschlossenheit und ihr unermüdlicher Wille sind eine Quelle der Inspiration für uns und für unsere 85 Mitarbeitenden in der Region. Sie motivieren uns, uns selbst sowie die Organisation Child's Dream permanent zu verbessern. Als wir für die UBS nach Asien gezogen sind, hatten wir das Privileg, viele Länder zu bereisen und die Vielfalt und den Reichtum dieser Region zu erleben. Doch mit jedem Schritt, den wir taten, wurde uns auch die unerschreckliche Ungerechtigkeit bewusst, die in unseren Ländern existiert. Vor allem Kinder leiden unter den Umständen, in denen sie leben. Ihre Träume und Möglichkeiten werden oft von Armut und von fehlendem Zugang zur Bildung erstickt. Wir haben erkannt, dass wir in Umstände hineingeboren wurden, die uns viele Privilegien geschenkt haben. Privilegien, die bei weitem nicht jeder hat, vor allem nicht in unserer Weltregion. Es wurde uns klar, dass es nicht genug ist, wenn wir einfach unser Glück genießen und uns auf Lorbeeren ausruhen. Darum haben wir uns entschieden,
dass es eine Verpflichtung ist, etwas Sinnvolles für andere Menschen oder in unserem Fall für andere Kinder zu tun. Und so entstand vor mehr als 21 Jahren die Idee und das Konzept hinter Childstream. Childstream ist mehr als nur eine Initiative. Es ist ein Versprechen, dass wir uns für Kinder einsetzen, die oft keine Stimme haben. Es ist unser gemeinsames Engagement, diesen Kindern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Denn Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass dieser Schlüssel in die Hände der Kinder gelangt. Ich sage bei jeder Schuleröffnung, und ich habe hunderte von Schulen eröffnet in den letzten 20 Jahren, dass Bildung eine Ressource ist, die niemand dir je wieder wegnehmen kann. Was immer du in deinem Kopf hast, bleibt dort und wird immer bei dir sein. Selbst unter ganz schwierigen Umständen können Wissen und Fähigkeiten nicht mehr beraubt werden. Diese unvergängliche Quelle der Stärke gibt den Kindern die Möglichkeit, ihre Lebensumstände zu verändern und eine positive Gesellschaft, eine positive Zukunft für sich selber zu gestalten. Bildung fördert zu Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, sodass Kinder und Jugendliche selbst in herausfordernden Situationen ein besseres Leben erreichen können. Sie lernen, mit Widrigkeiten umzugehen, Lösungen zu finden und ihre Träume aktiv zu verfolgen. Lasst uns also heute nicht nur feiern, sondern auch einen Appell an unsere eigenen Gewissen richten. Lasst uns weiterhin zusammen daran arbeiten, dass die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und sicherzustellen, dass kein Kind zurückgelassen wird. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der jedes Kind die Möglichkeit hat, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Wir danken euch alle für eure Unterstützung und euren Glauben in unserer Arbeit und an die Kraft der Bildung. Lasst uns weiterhin für diese Kinder kämpfen, für ihre Träume, ihre Hoffnungen und ihre Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir werden jetzt auch noch ein Foto machen können. Ja, gut. Und also ich erlaube mir zu sagen, man hat das bestens verstanden, sprachlich kein Thema. Und nochmals Chapeau, angereist von weit her. Und mit Jetlag, Sie wirken beide wach. Okay. Ja. Okay, danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Du musst gerade da bleiben. Vielen herzlichen Dank an Jürgen Oelkers und natürlich ganz, ganz herzliche Gratulation an Marc Jenny und Daniel Siegfried und ihr ja, Hochachtung für ihr unfassbares Engagement im Sinne der Kinder. Und jetzt werde ich fast ein bisschen wehmütig, meine Damen und Herren, weil ich zumindest hier im Rahmen des Hochschultages zum allerletzten Mal das Wort übergeben darf an Heinz Rien. Vielen Dank. Es ist keine Zeit für Wehmut, sondern das Apero steht an, erstens. Aber jetzt werde ich zuerst noch aufzählen, wer alles hier dazu beigetragen hat, damit dieser Hochschultag durchgeführt werden könnte. Im Ernst, ich sage herzlichen Dank allen, die auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne, gestern, vorgestern, dazu beigetragen haben, dass dieser Hochschultag durchgeführt werden konnte. Das ist immer ein großer Aufwand. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass das möglich war. Und nicht zuletzt, liebe Regula Elsener, darf ich mich bei dir bedanken für die immer sehr kompetente Begleitung dieses Hochschultags. Und Regula Elsener kriegt den Blumenstrauß anschließend. Dankeschön. Thank you.
Ich freue mich nun, dass wir noch anstoßen können. Ich darf einladen zum Apero. Wir treffen uns unten in der Mensa, da wo wir uns begegnen können. Diejenigen, die den Lift nehmen, nur bis in den zweiten Stock, denn da ist die Mensa. Wer zu Fuß geht, kann das gar nicht verfehlen. Ich freue mich, noch anzustoßen und mit euch zu reden. Schönen Abend und macht's gut. Vielen Dank. Ade miteinander.